Okay, Mittwoch, 3.3., 14 Uhr. Es ist wieder Deep Dive-Zeit im HIH. Willkommen. Wir haben genauso viele Anmeldungen, wie wir Lizenzen haben. Also es ist erstaunlich und erfreulich, wie hoch doch auch der Informationsbedarf für dieses Format ist. Mein Name ist Ecki Östorf. Ich kümmere mich hier um die Krankenhausthemen und ich bin hier heute nicht alleine, sondern habe Claudia bei mir. Hallo, Claudia Dirks, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und die ganzen Webseiten im Hintergrund beim HIH. Was wir heute machen wollen, ist um zwei Themen zu kümmern. Wir wollen heute vor allem patientenzentriert arbeiten. Also das KHZG kümmert sich ja im Wesentlichen um die Krankenhausthemen. Heute gucken wir uns alles an, was für Patienten wichtig ist und Patientinnen, aber auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also es sind zwei Blöcke aus dem KHZG, zwei Fördertatbestände, um genau zu sein. Der eine ist das Patientenportal und der zweite ist die Dokumentation. Und ich denke, wir gucken mal ganz kurz auf den Plan, was wir uns für die nächsten 2 Stunden vorgenommen haben, damit Sie auch wissen, worauf Sie sich einstellen können, wenn wir ihn einblenden wollen. Genau. Ich werde gleich mal kurz einführen in die beiden Thematiken oder zunächst ins Patientenportal. Und was wir dann machen, ist, dass wir uns 3 Lösungen angucken, also Firmen zusammen auch teilweise mit Krankenhäusern und Kunden, die die Themen schon gelöst und angearbeitet haben oder willens sind, die jetzt mit dem KHZG in den Fokus zu nehmen. Wir machen das so, dass wir ungefähr 10, 12 Minuten Präsentation haben und danach immer Möglichkeiten zu fragen. Das machen wir im ersten Block mit der Firma Recare, dann mit der Helios zusammen mit ICW und zum Schluss dann mit Samedi. Das ist der Block Patientenportal. Dann switchen wir thematisch zum Thema Dokumentation und hören da Beiträge von Philips, CGM und Nuance und kommen dann zum Abschluss. Ich würde Sie bitten, wenn wir diese beiden Themen in den Fokus nehmen, dass Sie die Frage- und Antwortfunktion, also nicht den Chat, sondern Frage- und Antwortfunktion in Zoom nutzen, damit wir Ihre Fragen nach jeder Präsentation einspielen und berücksichtigen können. Wir haben noch ein paar Spezialfragende, die stelle ich Ihnen gleich noch vor. Was wir wie immer machen, ist das gesamte Material im Nachgang zu veröffentlichen. Das heißt, Sie finden den Mitschnitt dieser 2 Stunden dann auf unserem YouTube-Channel. Und ich kann auch schon mal ankündigen, dass wir den dritten Deep Dive zu den nächsten 2 Themen am 24.03. haben werden. Also wir machen weiter mit diesem Format, eben weil der Bedarf so groß ist. Dann kümmern wir uns um die beiden Themen IT-Security und Entscheidungsunterstützung, also Decision Support. Das sind unsere Spezialgäste, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, also quasi auf Kundenseite, ohne jetzt unbedingt mit den einzelnen Firmen schon in Verbindung zu sein. Das ist auf der einen Seite Katja Kümmel, die ist CIO und Bereichsleitung der IT vom Universitätsklinikum in Münster. Und wir freuen uns über Peter Gocke, Chief Digital Officer der Berliner Charité. Also die beiden werden dann die Hersteller sozusagen ein bisschen grillen. Wir brauchen aber auch Ihre Fragen noch dazu und wollen das miteinander vermischen, um einen ganz guten, transparenten Blick dann auf die Lösung zu haben. Also danke, Frau Kümmel, und danke, Herr Gocke, dass Sie auch heute zugeschaltet sind. Und weil wir so wenig Zeit haben oder die Themen so intensiv sind, steigen wir auch direkt ein in den ersten Block. Damit wollen wir die erste Stunde verbringen, sozusagen. Das ist der Block Patientenportale, findet sich als Fördertatbestand 2 im KHZG. Das Gesetz ist ja generell immer so aufgebaut, dass am Anfang eine Zielbeschreibung steht, also wofür steht dieses Thema, was soll damit verbessert werden. Dann gibt es diverse Muss-Kriterien, die erfüllt werden müssen und Kann-Kriterien, die man darüber hinaus optional auch noch anwenden kann. Bei Patientenportalen, und wir wollen ja heute vor allem patientenzentriert sprechen, gibt es 2 große Ziele. Das eine ist die Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, also Dinge, die jetzt Papieren abgebildet werden, digital zu machen, den Patienten einzubeziehen, gegebenenfalls schon vor der Hospitalisierung, ihn während des Aufenthaltes zu begleiten und auch die Überleitung aus dem Krankenhaus heraus digital und prozessual zu begleiten, um die Mitarbeiter zu entlasten. Aber eben auch das Gleiche für die Patientinnen und Patienten, die schon vorher gebahnt werden und schon vorher aktiv an ihrem Aufenthalt teilnehmen können, sozusagen währenddessen teilweise auch mit Terminen unterstützt werden. Kommen wir gleich noch zu und eben auch in der Bahnung aus dem Krankenhaus heraus viel mehr digitale Unterstützung bekommen sollen. Zu den Kriterien, die angewendet werden müssen, das sind viele. Also speziell bei diesem Punkt ist es so, dass der in 3 Perspektiven unterteilt ist. Es gibt
beim Patientenportal zum einen das Aufnahmemanagement, also vor oder während der Aufnahme. Das Behandlungsmanagement bezieht sich auf die Zeit des Aufenthaltes im Krankenhaus und das Entlassmanagement schließlich, wenn es um den Entlassprozess oder den Verweis in die Reha oder nachgelagerte Organisationsteile geht. Da gibt es jetzt mannigfaltige Muss-Kriterien. Wenn man die allein aufzählt, sind es schon viele. Die sind natürlich in der Qualität sehr unterschiedlich. Es sind 8 bei der Aufnahme, 6 bei der Behandlung und 3 bei der Entlassung, also eine ganze Menge. Und um die schlechte Nachricht gleich am Anfang zu platzieren, um förderfähig zu sein in diesem Punkt, müssen Sie all diese Muss-Kriterien erfüllen. Es gibt aber auch gute Nachrichten dazu. Es gibt teilweise Überschneidungen. Also was sich im Aufnahmemanagement in einem Muss-Kriterium findet, wird dann teilweise auch im Entlassmanagement wieder im Muss-Kriterium stehen. Und das Ganze muss nicht durch einen Hersteller tatsächlich bereitgestellt werden, sondern natürlich kann es auch ein Konglomerat von mehreren Herstellern sein, die Sie einbeziehen, um die Förderung im Krankenhaus damit zu erlangen. Und das Dritte, was einem auch immer bewusst sein muss, es geht nicht darum, dass das an Tag 1 oder Ende des Jahres sozusagen fertig ist, sondern im Zeitraum der Förderung, Sie haben also 3 Jahre Zeit sozusagen, diese Funktionalität in Ihrem Krankenhaus zu etablieren. Aber Sie müssen das tun. Es gibt kein Entweder-Oder oder nur wenige davon, sondern das ist mandatorisch sozusagen. All diese Muss-Kriterien müssen erfüllt sein. Die werden noch angewürzt mit einem Kann. Das heißt, das können Sie darüber hinaus natürlich auch noch tun und sich fördern lassen. Das ist aber keine Bedingung. Da wird es dann schon ein bisschen sophisticated sozusagen. Da gibt es Themen wie die Integration von Chatbots, Variables sollen automatisiert eingelesen werden können, Daten, die über Smartphones und Smart Devices gesammelt werden. Sie können eine elektronische Einwilligung des Patienten integrieren und auch elektronische Termine vergeben und verwalten und tatsächlich relativ weitreichend finde ich KI oder ich möchte mal sagen, vielleicht schlaue Algorithmik zur Ermittlung des Entlassdatums. All das ist möglich, aber auch in den ganzen Kann-Kriterien, die sind hier nicht vollumfänglich aufgeführt, gibt es tatsächlich Überschneidungen. Das ist also jetzt der gesetzliche Rahmen, mal relativ vereinfacht dargestellt, in dem wir uns bewegen. Und dazu würden wir jetzt gerne 3 Firmen hören und ich würde jetzt Claudia bitten, mal in den Part einzuleiten. Ja, wir haben uns erfolgreich bemüht, diese 3 Perspektiven, Aufnahmemanagement, Behandlungsmanagement und Entlassmanagement, in unseren Vorträgen abzubilden, beginnen allerdings rückwärts und beginnen nämlich mit Maximilian Greschke, dem Gründer und CEO von ReCare, einem der jüngeren Unternehmen in diesem Bereich. Der Volkswirt und Informatiker gründete 2017. Und die Plattform steht für Überleitungsprozesse vom Krankenhaus in die Nachsorge. Herr Greschke, Sie haben das Wort. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich würde dann auch direkt meinen Bildschirm teilen und zur Präsentation übergehen. So, jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen. Klappt das? Ja. Prima. Okay, dann gehe ich in den Vollbildmodus. Dann erstmal ganz herzlichen Dank nochmal für die Einleitung. Wie schon gesagt, ReCare, wir sind aktiv im Bereich digitales Entlassmanagement, bieten dafür eine webbasierte Plattform an und gemessen an der Anzahl der sozusagen aktiven Vertragspartner auf dieser Plattform ist das mittlerweile auch die größte dieser Art in ganz Deutschland. Im Bundesgebiet verbinden wir 200 Akutkrankenhäuser und 300 Reha-Kliniken mit ungefähr 13.000 weiteren Leistungserbringern, darunter knapp 45% aller Pflegedienste und Pflegeheime, die es zum Beispiel in Deutschland gibt. Also das Ganze ist schon relativ schlachterprobt auch und haben insgesamt mehr als 100.000 Patientenüberleitungen über die Plattform abgewickelt in der Zeit. Und unter diesen sozusagen Krankenhäusern, einfach um da mal vielleicht noch ein paar Namen zu nennen, im Prinzip einige der größten und bekanntesten Träger auf jeden Fall, die Sana-Kliniken zum Beispiel oder Vivantes hier auch in Berlin, die München-Klinik, diverse Unikliniken. Wir haben da eigentlich Erfahrungen wirklich von kleinen spezialisierten Fachkliniken bis hin zu wirklich sehr großen Einzelhäusern. Und das Konzept hat sich da weitestgehend bewährt. Und ich möchte jetzt eine kurze Produktdemo zeigen und sozusagen gar nicht zu sehr Zeit mit theoretischen Slides verlieren, sondern würde das einfach mal hier voraufgenommen laufen lassen. Live-Demo rein.
Wir sind jetzt hier eingeloggt als Kollege im Krankenhaus, vielleicht aus dem Sozialdienst, vielleicht Case Management, manchmal auch Arzt oder Pflegekraft auf der Station, je nach Versorgungsbereich, sehen hier quasi alle laufenden Entlassungen mit Versorgungssuchen, die wir derzeit haben. Ich könnte es natürlich nach Status filtern. Und man sieht hier schon eine Kernidee, nämlich die verschiedenen Versorgungsbereiche, die normalerweise ganz unterschiedliche Prozesse in der Klinik haben, in eine konsistente, messbare Prozess-Experience zu bringen. Ja, also egal, ob das eine Suche nach einer Kurzzeitpflege ist, wo wir auch noch eine Entlassfahrt haben und verschiedene Hilfsmittel aus dem Sanitätshaus, eine orthopädische Reha, eine Krankenhausverlegung, eine Kurzzeitpflegesuche oder auch einfach nur eine Krankenbeförderung. All diese Themen lassen sich über denselben Prozess in der Plattform abwickeln. Und ich möchte das mal zeigen, indem ich hier einen Patienten anlege. Mit der KISS-Integration müssen wir einfach die Krankenhausfallnummer eingeben, können dann entsprechend die Datensätze importieren, haben dann den Versorgungsbereich, den wir hier auswählen. Wie gesagt, das sind die verschiedensten Themen, die es gibt. Das bilden wir mittlerweile sehr umfassend ab. Sagen wir mal, wir suchen eine ambulante Pflege als absoluten Standardfall. Ich würde aus Zeitgründen der Demo einfach mal schnell über die inhaltlichen Felder der Eingabemaske jetzt drüber huschen. Eine wichtige Sache nur, Sie sehen, also aus dem KISS, das wurde alles vorgefüllt in der Web-Oberfläche und alles, was ein grünes Schloss hat, ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Und damit haben wir da selber keinen Zugriff drauf. Das heißt, wir selber können den Patienten nicht identifizieren. Wir haben nur diese Datenpunkte, die im Endeffekt ein pseudonymisiertes Versorgungsprofil ergeben, was uns hilft, das mit den Kapazitäten und Leistungsspektren der Nachversorger zu matchen. Informationen zur Finanzierung können wir zum Beispiel angeben und medizinische Informationen. Haben ein paar Pflichtfelder auch, was Krankenhauskeime angeht und Coronavirus aus gegebenem Anlass. Und wie gesagt, würde jetzt hier psychische Verfassung einfach ein bisschen schneller durchspringen aus Zeitgründen, Infos zur Mobilität des Patienten und dann der eigentliche Pflegebedarf, den ich anfrage. Habe hier oben auch jederzeit schon transparent die Anzeige, wie viele Versorger kommen dafür in Frage. Und das heißt, in meinem Suchradius, also geografisch, basierend auf dem Leistungsspektrum, das geht hier sozusagen dann auch entsprechend runter in Echtzeit, und haben auch auf der Plattform Kapazitäten angegeben, beziehungsweise nehmen gerade Patienten auf. Dann haben wir hier ein Profil mal fertiggestellt und können die Suche nach so einem Pflegedienst jetzt starten. Haben hier eine kleine Schnellauswahl, basierend auf sozusagen Versorgungsdaten aus der Region, könnte aber auch vorab einen Wunschversorger sozusagen auswählen. Also hier geht es jetzt um die Auswahl von Präferierten oder Wunschversorgern, kann das System dann aber auch trotzdem, obwohl ich einen Wunschversorger habe, eine offene Suche starten lassen, sodass das im Endeffekt allen Nachversorgern zugänglich ist. Und jetzt haben wir die Suche nach dem Pflegedienst auch schon gestartet und ich könnte hier basierend auf dem Profil, was wir jetzt haben, mit den Daten aus dem KISS auch noch direkt andere Versorgungssuchen anfügen. Also sagen wir, wir bräuchten eine Entlassfahrt auch noch nach Hause, passend zu der Pflegedienstversorgung. Dann könnte ich die hier jetzt starten, muss nur die krankenbeförderungsrelevanten Punkte ergänzen. Sie sehen, der Großteil ist schon übernommen, braucht nur den Abholzeitraum. Abholadresse ist Krankenhausadresse, Zieladresse ist Wohnort des Patienten, weil es eine Pflegedienstversorgung zu Hause ist und könnte das jetzt nach demselben Prinzip starten. Und genauso, wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch noch einen Rollstuhl dazu haben aus dem Sanitätshaus und zwar am Entlasttag mit Lieferung ins Krankenhaus, können wir das genau nach demselben Prinzip machen, kann auch immer natürlich nochmal die Datenpunkte gegenchecken. Hier jetzt aus dem GKV-Hilfsmittelkatalog einfach auswählen, was ich haben möchte. Dann sagen wir, die Verordnung dazu wurde auch schon erstellt und kann dann auch hier in dem Fall eine offene Ausschreibung für Sanitätshäuser starten und habe jetzt, wenn wir zurück hier auf unsere Übersicht gehen, dadurch entsprechend alle drei Versorgungsbereiche sozusagen gestartet, basierend auf einem Kerndatensatz, ganz, ganz einfach. Und wenn wir jetzt mal hier auf sozusagen die Maske oder Seite der Nachversorger gehen, ich bin jetzt hier als Pflegedienst Nordstern eingeloggt, sehe hier unter offen die ganzen Anfragen, die ich habe. Eine pseudonymisierte Erstanfrage habe ich hier erhalten, sozusagen, wo die Patientendaten noch
verunschärft sind, sage ich mal, könnte ablehnen, annehmen, über einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Nachrichtendienst sozusagen hier auch kommunizieren oder das im besten Fall annehmen. Und dann auf der Krankenhausseite entsprechend würde ich zum einen natürlich eine Benachrichtigung erhalten. Auf der anderen Seite sehe ich auch hier, ich habe eine Antwort erhalten und könnte das Ganze jetzt auch gegenbestätigen. Kann dann die Stammdaten auch entsprechend freigeben, sodass der andere dann auch Zugriff darauf hat, eine Bestätigung für den Patienten generieren etc. pp. Und so kann ich quasi meine Prozesse ganz einfach koordinieren. Gleichzeitig haben wir bei bestimmten Bereichen noch andere Features, zum Beispiel bei der Anschlussheilbehandlung können wir den AHB-Antrag komplett als strukturierten Datensatz an Kostenträger digital verschlüsselt übermitteln, haben da auch die ersten Systemintegrationen, sodass die strukturiert in das Primärsystem der GKV auch reingehen und könnte hier auch mit dem zuständigen Sachbearbeiter ebenfalls über einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Nachrichtenkanal mich auch austauschen, ja, was normalerweise ein ganz großes Problem ist, die Sachbearbeiter zu erreichen. Und das war schon ein kleiner Rundumblick über die Features der Recap-Plattform. So, und damit, genau, sind wir durch den Demo-Part ja auch durch. Und dann würde ich mal wieder auf die Slides springen. Genau, ich habe das, nur dass Sie sich nicht wundern, aufgenommen aus Zeitgründen, weil wir hier relativ wenig Zeit haben und man sich bei so einer Produktdemo auch immer mit viel Leidenschaft in der Länge verlieren kann. Nochmal ganz kurz zu den KISS-System-Integrationen. Wir haben mittlerweile Schnittstellen zu allen KISS-Systemen vorhanden, bei bestimmten auch mit einer sehr tiefen Integrationsteam, also vor allem ISH-Med, sozusagen als, ich sag mal, sehr offenes KISS-System, wo wir ein bisschen zu einem Sozialdienst, also einem klinischen Arbeitsplatz für den Sozialdienst mit sozusagen integrierter Anfragen- und Status-Variante haben. Und wenn wir jetzt mal zurück zum KZG kommen, wir können mit der Plattform alle drei Muss-Kriterien aus dem Entlassmanagement abdecken, beziehungsweise Krankenhäusern dabei helfen. Einmal der strukturierte Datenaustausch. Hinter der Plattform, die Sie gerade generell gesehen haben, steckt auch sozusagen natürlich erstmal die grundsätzliche Fähigkeit, dass wir strukturierte Daten haben und im Rahmen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so wie wir das jetzt schon mit GKV-Primärsystem machen, eine offene HL7-Fire-API im Prinzip designen, die auch Primärsystemen von nachgelagerten Leistungserbringern zur Verfügung steht. Das zweite Kriterium, das ist im Prinzip unser Kernbusiness, also diese Kapazitätenkoordination über den Marktplatz. Das ist das, wo wir auch herkommen. Und bei dem EPA-Muss-Kriterium, das ist in der Kombination sicherlich das komplizierteste. Wir haben verschiedene Schnittstellen zu gewissen EPA-Konnektoren oder auch Rückschnittstellen ins KISS, wo wir dann Dokumente über MDM zum Beispiel zurückspielen und können so sozusagen in die EPA-Datei noch übertragen, vorbehaltlich sozusagen einer Grundintegration oder EPA-Fähigkeit des KISS. Falls Krankenhäuser da noch nicht sozusagen gut aufgestellt sind, können wir auch mit einem Partner einen EPA-Konnektor mitbringen. Und das ist heute im Endeffekt alles schon Realität mit den Muss-Kriterien, die wir so abarbeiten können. Also die Grundkomponenten für all das sind in der Praxis bereits attestet. Wir haben im Krankenhaus ein lokales Gateway, was im Endeffekt eine Vielzahl von, ich sag mal, Standardschnittstellen bedient, mit unserer Web-Applikation im Webbrowser des Anwenders kommunizieren kann und dann per API sozusagen mit unserer Cloud kommuniziert. Dabei wird über die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wirklich alles, was uns selber einen Personenbezug ermöglicht, auf eine Art und Weise verschlüsselt, die es uns selber unmöglich macht technisch, auch wenn wir es wollten, selber den Patienten identifizieren zu können und haben dann für Leistungserbringer, GKVen, und mit einem Konsortium von Unternehmen sind wir da gerade auch dabei, zur deutschen Rentenversicherung eine Reha-Schnittstelle zu schaffen. Sozusagen einmal Web-Zugänge für diese Akteure, aber eben auch, was ich gerade schon angesprochen habe, die HL7-Fire-API, wo wir mit zwei Systemherstellern für Pflegeheime und einmal für Reha-Kliniken auch schon, ich sag mal, in der Entwicklung stecken. Und für das KZG haben wir dann all das sozusagen in ein Paket geschnürt. Das nennen wir Recare One.
Und im Endeffekt sind das die Lizenzen für die ganzen verschiedenen Versorgungsbereiche, die Sie gesehen haben, inklusive KISS-Integration, inklusive allem, was mit Kostenträgern zu tun hat, in einem Bundle 20-40% Kostenersparnis im Vergleich zum sozusagen in der Summe der Einzelpreise. Früher haben wir das einzeln verkauft, jetzt als Bundle, damit man als Krankenhaus eine ganz einfache Option für das Entlassmanagement im KZG hat. Und insgesamt, ich denke, das ist etwas, was sich in dem Portalbereich gerade herauskristallisiert. Wie viele andere auch, setzen wir ebenfalls auf strategische Partnerschaften. Wir haben diverse Partner für den anderen Teil des Patientenportals, wo wir mit dem Bundle-Partner gemeinsam jeweils im Prinzip auch alle Muss-Kriterien des gesamten Portals für ein Krankenhaus lösen können, wenn jemand noch keine Ideen für die anderen Bereiche hat. Und ich glaube, dass diese Unterteilung sozusagen einmal ein Aufnahmebehandlungsmanagement und dann Entlassmanagement auch wirklich Sinn macht, wenn man sich die Muss-Kriterien mal anschaut. Ich habe das jetzt hier einfach mal nebeneinander gepackt, Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagement, sieht man bei den ersten beiden einen ganz starken Fokus auf Patientinnen und Patienten. Das ist sehr patientenzentriert, mit auch Interface zum Patienten. Das Entlassmanagement mit, ich sag mal, diesen drei Kriterien ist da deutlich technischer und klinikprozessorientierter aufgestellt. Und ich glaube, so macht es auch Sinn, die zwei Komponenten getrennt voneinander zu denken. Und komplett unabhängig, sozusagen als letzter Gedanke dazu, komplett unabhängig von unserer Lösung, was, glaube ich, sind sozusagen Qualitätsmerkmale für ein erfolgreiches digitales Entlassmanagement, wo Kliniken darauf achten sollten? Zum einen, gerade die Marktplatzkomponente, aber auch der strukturierte Datenaustausch erfordert ein externes Onboarding von Leistungserbringern. Das ist ein absolutes Muss. Wir haben jetzt über 13.000 Leistungserbringer geonboardet, sehr hoher operativer Aufwand. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall einen Provider oder einen Partner zu suchen, der das mit erbringen kann. Denn Sie wollen als Klinik im Rahmen der riesigen KZG-Projekte nicht auch noch die ganzen kleinen Pflegedienste, Krankentransportfirmen, Taxiunternehmen und so weiter auf dieser Plattform onboarden und denen alles erklären. Dann die operative Betreuung der Nachversorger muss gewährleistet sein. Bei uns intern, wir haben mittlerweile 20 Service- und Vertriebskräfte nur für die Betreuung der sozusagen der nachgelagerten Leistungserbringer. Da gibt es allerhand von Problemen und ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, dass nur, weil man das einmal irgendwie angestoßen hat, das auf der Seite der Pflegeheime etc. Gut funktioniert. Und zum Schluss ist die Plattform an sich, auch wenn sie sozusagen schön aussieht, keine Rocket Science, sondern es geht darum, damit das erfolgreich wird für das Krankenhaus, dass die anderen Nachversorger auch ihr Verhalten ändern und diesen Prozess benutzen. Und das ist eigentlich die Krux bei der Sache. Und deswegen wäre auch unser Hinweis dort, sektorenspezifische Komponenten, also wirklich Lösungen, die auf die einzelnen Versorgungsbereiche auch ausgerichtet sind, einem komplett generischen Ansatz vorzuziehen, einfach weil man ansonsten die kleinen Leistungserbringer in dem fragmentierten Nachversorgungsmarkt schwer abholen können wird. Und wir sind hier auch in einem Bereich, wo wir bereits schlachterprobte Lösungen haben. Ich glaube, das Feld digitales Entlassmanagement ist nichts, wo Kliniken sozusagen Folien und Ideen von Anbietern kaufen müssen, die noch nichts sozusagen entwickelt haben und in der Praxis getestet haben. Da möchte ich gerne einen. Ja. Eine Folien kaufen. Das ist auch meine letzte Slide. Insofern können wir da auch direkt jetzt in die Fragerunde übergehen, glaube ich. Genau, bevor wir zu den herbeigerufenen Zweiflern sozusagen kommen, habe ich hier noch eine ganz kurze Frage. Sie haben sehr viele Fragen beantwortet, die wir im Chat haben. Eine Frage mit Bitte um kurze Beantwortung. Gibt es auch eine Bleistiftreservierung oder ist gebucht, gebucht? Bei dem Nachversorger. Genau. Also grundsätzlich sagen wir, die Komponente ist so, wie es auch im derzeitigen Prozess ist. Also wenn ich per Fax eine Rückmeldung kriege von einem Nachversorger, dass er einen Patienten übernimmt, wenn ich dann 2 Tage warte, dann kann ich mir auch nicht sicher sein, dass der noch dazu steht. Genauso ist es hier. Wir haben vertraglich keine Strafen sozusagen vereinbart mit irgendjemandem auf der Plattform, aber es ist durchaus so, dass es im klinischen Alltag einfach gut funktioniert, wenn beide Seiten rasch agieren. Alles klar, danke. Okay, prima. Danke, Herr Greschke.
Ich würde gerne mal Frau Kümmel fragen, als Vertreterin eines Krankenhauses sozusagen. Haben Sie solche Software, es geht ja jetzt erstmal nicht um Recare, sondern es geht um Entlastmanagement, haben Sie solche Software in place und wo haben Sie denn Herausforderungen gesehen oder was macht so eine Präsentation auch mit Ihnen? Ist das State of the Art? Ist das alternativlos? Werden Sie sich im KHZG um sowas bewerben oder ist das alles schon etabliert bei Ihnen? Also etabliert schon in diesem Umfang ist das mit Sicherheit noch nicht. Ne? Also wir haben da bisher das, was auch gesetzlich vorgeschrieben ist, derzeit im Entlastmanagement. Soweit haben wir das hier, soweit auch Orbis, wir sind ja ein Orbis-Haus, soweit Orbis das dann auch bietet. Darüber hinaus aber bestimmt noch nicht. Das sieht jetzt erstmal, soweit man das nach so einer kurzen Präsentation sagen kann, ganz ehrlich, sieht das natürlich sehr gut aus, müsste dann letztendlich erprobt werden. An dieser Stelle hat man noch immer das Thema, inwieweit dann die Nutzer wirklich auch mitmachen. Das erfordert eine Umstellung teilweise zumindest der Prozesse, der Art und Weise, wie gearbeitet wird hier, der Art und Weise, wie hier das Entlassmanagement betrieben wird in den Häusern. Und das ist ja gerade in so einem großen Klinikum wie beispielsweise einem Uniklinikum hier in Münster dann auch wieder von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich und da muss dann ganz bestimmt eine ganze Menge vereinheitlicht werden und auch getestet werden, an Prozessen umgestellt werden, Organisationen umgestellt werden etc. Also es ist schon nicht einfach eine Software, natürlich nicht, das ist meist so, die man einfach nur implementiert und dann ist es toll und läuft, sondern das muss an ganz, ganz vielen Stellen erprobt werden. Ja, vielen Dank. Ich denke auch, eine Software an der Oberfläche im UI kann erstmal gut aussehen, die Arbeit ist darunter. Das würde ich auch nochmal aufnehmen und mit einer Frage aus dem Publikum sozusagen zu Peter Gocke rüberschalten. Also wir wissen ja, dass es sich an der Integration oftmals festmacht, ob ein Produkt gut ankommt oder funktioniert. Und ein Herr Dominik Hinzen fragt an Herrn Greschke, aber ich stelle es trotzdem mal an Peter Gocke. Wie ist denn die Authentifizierung in Ihrem Portal gelöst? Also ist es einfach nur User-Anmeldung und ich verstehe die Frage so, muss ich einzelne User wieder anlegen? Habe ich ein eigenes User-Management oder integriert es sich in die Authentifizierungslösung also in die bestehenden des Krankenhauses? Ich frage jetzt nicht Herrn Greschke und die einzelne Lösung, weil es gibt ja auch diverse andere am Markt, aber ich frage mal Peter Gocke, wie wichtig so ein technischer Punkt für die Akzeptanz einer solchen Lösung ist. Also ich glaube, das ist der eine Punkt, der technisch wichtig ist, die Integration. Und da meine ich auch nicht nur die Benutzeranmeldung, sondern in der Tat auch, welche Daten werden jetzt wirklich übernommen. Sie haben vorhin eine Fallnummer angegeben und haben dann ein paar Daten übernehmen können, aber ganz viele Daten mussten dann auch ausgefüllt werden. Ich glaube, je tiefer die Integration dann da ist, das heißt, je besser das Datenmodell auf beiden Seiten, umso förderlicher für die Akzeptanz. Weil Sie sind sehr schnell durchgegangen durch nur ein paar Punkte, aber auch das war nochmal Arbeit. Und ein zweiter Punkt der Akzeptanz ist, was steht dann dahinter? Ich habe mal gelernt, dass ein Algorithmus dann hilft bei der Auswahl der Pflegeempfänger, also der Reha-Kliniken. Wie transparent ist denn dieser Algorithmus für das Krankenhaus? Weil letzten Endes haftet auch das Krankenhaus mit seinem Ruf dafür, wohin es Patienten hinverlegt. Und das sind Dinge, die auch eine kulturelle Frage sind, so im Krankenhaus, bei der Einführung von solchen Systemen. Ja. Dankeschön. Also Fragen über Fragen und ich glaube auch, wir müssen das tatsächlich jetzt hier kappen, zumindest für die Fragestellung im Entlassmanagement. Und vielleicht noch eins vor der Klammer. Klar ist, es gibt Dutzende bis Hunderte Systeme im deutschen Markt, die sich mit Lösungen im KHZG-Bereich bewegen. Wir zeigen heute 6 als Auswahl. Da gibt es eine Menge andere, die das auch tun, die sich jetzt hier vorwagen sozusagen, bekommen natürlich auch unangenehme Fragen gestellt. Aber wir können natürlich auch nur einige berücksichtigen. Wir haben auf unserer Webseite ganz viele gelistet. Da treffen wir auch keine Auswahl oder filtern das. Auch da gibt es natürlich aus dem Bereich Entlassmanagement über Recare hinaus auch noch andere zu finden, um mal darauf hinzuweisen, dass wir hier keine Werbeveranstaltung machen, sondern natürlich Systeme zeigen, um darüber Prozesse zu besprechen. Das geht ja gar nicht anders. Und in dem Fall danke, Herr Greschke. Und wir müssen jetzt quasi leider vom Hintergrund der Zeit weitermachen. Weitermachen. Und zwar, ich gehe davon aus, dass Herr Brandner, der eben zu einer Feuerwehr, zu einer Feuerübung weggerufen wurde, dass er wieder im Chat ist. Nee, ist er noch nicht. Okay, dann, lieber Herr Altscher, sind Sie dran? Wir brechen unsere Folge auf.
Das wäre sehr nett, weil ich brauche noch ein paar Minuten. Ja, muss man okay. Vielleicht. Ja, alles klar, alles klar. Sie sollen sich erstmal in Sicherheit bringen, bevor wir Sie hier dann weiter auseinandernehmen. Wir freuen uns auf Professor Dr. Alexander Altscher. Er ist Gründer von Samedi und zwar eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, aber aus persönlichen Gründen ist er mit der koordinierten Terminvergabe vor ein paar Jahren aneinander geraten und dachte, es geht auf jeden Fall besser. Und startete 2008 mittlerweile erstmal mit dem Terminmanagement bei Samedi und ist heute nicht nur erfolgreich bei der Impforganisation im Saarland unterwegs, sondern Samedi steht auch für die Bereitstellung digitaler Patientenservices im sektorübergreifenden Bereich, angefangen bei den Praxen, aber mittlerweile auch im Klinikbereich. Herr Altscher. Wunderbar, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass wir auch hier sein können und Ihnen dort einiges vorstellen können, was wir dort entwickelt haben. Bildschirm kann man sehen, nochmal kurzer Check. Okay, passt alles, wunderbar. Normalerweise eben so ein Workshop würde man mittlerweile wöchentlich mit Klinik machen, ist dann auch ein Tag, jetzt in 10 Minuten kurz mal alles runtergedampft, versuche ich trotzdem das Wesentliche mitzubekommen, sozusagen Ihnen das Big Picture zu geben. Zwei Bereiche, einmal sozusagen vielen Dank für die Einleitung, was wir mit Samedi machen. Dort, klar, ich meine, Digital Patient Journey spricht wahrscheinlich jedes zweite Firma mittlerweile davon, was verstehen wir darunter, vor allem auch gegeben unseren USPs, höchste Sicherheit, Schnittstelle zu den Primärsystemen und auch die große Regelwerk- und Prozessintelligenz dahinter, was wir haben. Also bei uns auch ganz klar der Anspruch, ärztliche Schweigepflicht nach § 203, dass wir nicht die Daten unserer Kunden kennen, die entsprechenden Patientendaten, dass wir integrieren und auch die Prozesse dahinter machen. Mittlerweile eben über 30.000 Leistungserbringer und Ärzte aus entsprechend, das war eins zu viel, 8.000 Einrichtungen, 900 Kliniken und mittlerweile auch 75 Produkte entwickelt, die ich jetzt nochmal hier kurz zusammenstelle. Wir sehen mittlerweile eben, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt im KZG, dass man nicht nur sieht, ich nehme jetzt die 3 Jahre Förderung mit, sondern wie soll es danach auch weitergehen, dass ein Punkt ist, wo man über Digitalisierung neue Geschäftsmodelle dort aufbauen muss und als solches auch Telemedizinportale für Krankenhäuser dort entwickeln, die eben solche Möglichkeiten bieten, neue Geschäftsmodelle, Erweiterungen dort zu machen. Und das sehen wir eben über diese 10 Stufen angefangen, davon gefunden zu werden, zur Terminbuchung, zum Patientenkonto, Planung der Abläufe, auch eine Payment-Lösung, dass der Patient vorab bezahlen kann, die Rechnung bekommt, KISS-Integration gewährleistet ist, Aufnahmemanagement, Behandlungsmanagement, Entlassmanagement, Regulation. Also perfekt in dem Sinne, wie der Gesetzgeber das jetzt formuliert hat, in das, was wir sozusagen dort auch entwickelt haben. Der erste Punkt, die Suche und Angebot von Leistungen, haben wir mittlerweile eine Inhouse-Digitalagentur, die dort entsprechend die Portale aufbaut. Hier als 2 Referenzen, einmal für die Charité entwickeln wir dort das Charité-Digitalportal für die Uniklinik Aachen, Telemedizin@NRW. Das sind Punkte, wo wir mit unseren Schnittstellen, die wir anbieten, Buchungsschnittstelle und auch die Suchschnittstelle, dort individuelle Auftritte ermöglichen, sodass wir gewährleisten, dass jedes Krankenhaus dort individuell mit der eigenen CI und mit dem eigenen Look and Feel dort auch gefunden werden kann. Vielleicht da als kurze Live-Demo so etwas, wie etwas aussehen kann, hier von Vivantes, das ist so eine übergreifende Terminseite, wie die dann entsprechend hier das Fachgebiet wählen, die Chirurgie entsprechend dann auf die Einrichtung auswählen, die Versicherung angezeigen, dann welchen Behandler und welche Terminart und dort bekomme ich dann direkt die nächsten Uhrzeiten angezeigt. Das so als kleines Live-Beispiel, dass es nicht nur Folien sind, sondern dass es auch tatsächlich funktioniert. Gehen wir aber dann weiter entsprechend zur Terminbuchung und das ja wurde angedeutet, ist unser Kern des Ganzen oder womit wir angefangen haben, die Buchung vom Patienten dort, dass der natürlich auch die Benachrichtigung erhält, Bestätigung, Erinnerung, Verzögerungsinformation, Absage, Follow-up.
Genauso haben wir auch einen separaten Bereich für Zuweiser und für Krankenkassen. Nämlich da muss man auch sagen, dass es jetzt nicht einfach ein Zuweiser bucht, genau die gleiche Termine hat. Das kann ich nochmal genau steuern. Wir sehen auch, dass Ärzte natürlich nochmal andere Rechte haben. Die dürfen beispielsweise dort MRT-Diagnostiktermine, weiterführende Untersuchungen buchen, was man vielleicht jetzt nicht allen Patienten so direkt frei zur Buchung ermöglichen würde. Und das ist eben ein wichtiger Thema, nochmal ein zweites System drin. Dann der Patient, der, wenn er bucht, auch ein Konto anlegt, das Ganze natürlich auch gesichert und geschützt ist. Das Konto haben wir in 13 Sprachen dort verfügbar, also auch Englisch, Russisch, Arabisch, Türkisch dort vorhanden. Er hat dort eine Gesundheitsakte. Ganz klar, es ist nicht die Patientenakte, sondern wir sehen das entsprechend als Gefäß, das wir zur Weiterleitung nehmen, an das KISS oder an das AIS, wo wir auch die Daten entsprechend übergeben können und wo was dann von dort aus entsprechend an die EPA weitergeleitet wird. Im Hintergrund dann die große Logik, der richtige Termin soll ja auch zur richtigen Zeit beim richtigen Arzt dort stattfinden, haben wir entsprechend sehr umfangreiche Kalender-, Ressourcenplanungslogiken dahinter, wann welcher Patient dort eingebucht wird. Das geht dann eben so weit, dass ich gar keinen Kalender mehr brauche, sondern ich habe dann eigentlich die Möglichkeit, dass ich entsprechend hier so Buchungssysteme habe, wo ich mir direkt auch Verläufe dort zurechtbauen kann und dann direkt sehen kann, wann der Patient beispielsweise zur Prämedikation, zum chirurgischen Beratungsvorgespräch und zur Aufnahme reingebucht werden kann. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, und das ist dann nach der Punkt 6, dass man sagen kann, das KISS behält die Kalender und wir buchen nur von außen entsprechend dazu. Das ist auch die Möglichkeit. Aber bei uns sind natürlich noch weiterführende Möglichkeiten, wie beispielsweise Check-in-Funktion, dass man mit GPS-Lokalisierung direkt sagen kann, ich bin hier vor Ort und wird direkt auf die Warteliste gesetzt. Wir haben jetzt auch seit letzten Monat ganz neu die Echtzeit-Wartezeit-Anzeige, also das, was ich mir als Gründer immer gewünscht habe. Warum muss ich jetzt 2 Stunden in der Arztpraxis sehen? Warum kann ich das nicht eigentlich direkt angezeigt bekommen? Ganz neues Feature bei uns. Dann, und das wird interessant für den Case nach dem KZG, die Payment-Lösung, die wir letztes Jahr integriert haben, dass man sagen kann, bei bestimmten Leistungen möchte ich, dass der Patient entsprechend direkt dann per PayPal oder Kreditkarte bezahlt. Der Betrag wird gecaptured und erst wenn der Arzt dann entsprechend in Samedi den Scheck gegeben hat, ja, die Leistung hat stattgefunden, wandert der Betrag dann auch zur Klinik. Dann natürlich die wichtige, eben schon angesprochene Punkt, KISS-Integration. Daten genauso wie Bezahldaten sollen auch ins KISS rüberlaufen. Das bilden wir über ADT, SIO, SRM, MDM-Nachrichten ab, auch über EPIX-Profile und ein Reporting-Client, der jetzt gerade auch bei den Impfprojekten zum Einsatz kommt, für schnelle, strukturierte Datenauswertung und Datenweiterleitungen. Im Bereich Aufnahme und Entlassmanagement haben wir ein Formularwesen, was schon seit eigentlich 10 Jahren zwischen Ärzten und Krankenkassen dort zum Einsatz kommt und was wir mittlerweile auch für Patienten ermöglicht haben, dass der Patient eben sehr einfach und gemütlich zu Hause die Aufnahme, Anamnese, Aufklärungsbroschüren dort ausfüllen kann. Er kann sie auch unterschreiben, allerdings einfache Signatur, so wie wir es bei Amazon und Co. oder bei DHL entsprechend kennen. Zum Schluss dann auch ein neueres Thema seit letztem Jahr, Behandlungsmanagement, dass der Patient dann den Angehörigen auch einen Code weitergeben kann und die Angehörigen dann dort buchen können, entsprechend mit Nachverfolgung und klarer Steuerung, wann wer dort reinkommt. Das Ganze haben wir mittlerweile in einem großen Digitalisierungsleitlinie auch über 20 Schritte eigentlich aufgefasst, wo wir mit den Kliniken durchgehen, was, welchen Punkt in diesem ganzen Journey interessiert euch und was bilden wir davon ab. Das Ganze kommt jetzt eigentlich sehr gut dann für das KHZG zu tragen, indem ja auch die Abläufe dort entsprechend vorgesehen sind. Als Samedi sind wir da sogar in 6 der 11 Punkte entsprechend vertreten, wobei wir eigentlich fast nur derzeit mit Kliniken über das Patientenportal dort sprechen. Auch seit 4.1. berechtigter IT-Dienstleister für das KHZG. Und das Ganze dann entsprechend hier nochmal aufgeführt. Wie gesagt, heute der Fokus ja auf das Patientenportal, die Muss-Kriterien, die wir dort erfüllen und das damit auch entsprechend komplett abbilden können. Wir haben selber dann natürlich auch ein Angebot für die Kliniken erstellt, sozusagen die ganzen Punkte, die dort benötigt werden, sozusagen neben den Beratungsleistungen,
Das haben wir dann nochmal zusammengedanced, weil hier kann man natürlich in der kurzen Zeit nicht 20 Blöcke reingehen. Hier haben wir die KZG-Referenz. Die erste Ziffer 2 bezieht sich auf Fördertatbestand 2 Patientenportal. A ist Aufnahme, B Behandlung und hier unten E Entlassung. Und die Ziffer dann dahinter ist das entsprechende Kriterium. Eine Klammer bedeutet Kann-Kriterium und sozusagen, wenn es keine Klammer ist, ist ein Muss-Kriterium. Und hier eben die Online-Termine, das Patienten-CRM, die Aufnahmeformulare, die Telemedizin-Landingpage, H7-Gateway, Zuweisenetzwerk, Nachsorgenetzwerk und Patientenakte. Das bringen wir dort entsprechend ein und in den Workshops gehen wir dann wirklich Punkt für Punkt durch, was die Kliniken brauchen. Weil wir auch sehen natürlich, Technologie ist nicht alles, sondern es gibt da auch sehr gute andere Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Der Beratung mit Deloitte, im Bereich auch mit PwC arbeiten wir dort. Im Anamnese-Bereich sind natürlich Teams mit den entsprechenden Aufklärern, die noch den medizinischen Content mitbringen. Im Patientenportal Aufnahme und Behandlungsbereich BevaTech. Dieses KISS brauchen wir natürlich auch, weil dort natürlich dann die Kommunikation zur EPA entsprechend stattfinden muss, also das sind Punkte 2b5 und 2b6 und ReCare auch gerade vorgestellt. Also da gehen wir auch in Projekten als Konsortium rein, weil wir natürlich wissen, die haben dann nochmal einen größeren Marketplace und bringen da wirklich nochmal gute Funktionalität mit. Wichtiger Punkt eben noch die Sicherheitskomponente bei Samedi. Also da investieren wir sehr viel entsprechend rein. Dort lassen wir es auch da prüfen vom TÜV, vom DataCert, interne Datenschutzbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte. Natürlich auch unsere Patentkosten, weil wir im Webbrowser alles verschlüsseln und da natürlich auch in der Entwicklung deutlich länger entwickeln müssen, als wenn ich jetzt nicht verschlüssele und einfach sozusagen Features dann, ich sag mal, vorne entsprechend ransetzen kann. Und zum Schluss eben noch sozusagen einfach ein paar Referenzen, wo wir in welchen größeren, ich sag mal XSL-Referenzen wir drin sind. Also als Klepios sind wir mittlerweile bei 230 Einheiten Vivantes, nach der Ausschreibung 50 Einheiten bei Charité und vielen weiteren Unikliniken drin. Mit der Deutschen Radiologiegesellschaft sind wir in 300 Kliniken und wie schon angesprochen, im Bundesland Saarland haben wir den Zuschlag bekommen, dass wir dort komplett das machen. Wir waren meines Wissens die Ersten, die schon am Weihnachten die Online-Terminbuchung ermöglicht haben. Seit einem Monat haben wir eine Warteliste, sodass wir dort auch alle aufnehmen können. Und da haben wir natürlich auch nochmal viel gelernt, wie wir dort Prozesse in einem großen Umfang digitalisieren können. Und wie gesagt, gerne stehen wir da auch den Kliniken für so Workshops bereit, wo man dann nochmal Schritt für Schritt durchgehen muss, welche Kriterien dann auch wir beliefern können oder welche man sich dort dazu holt. Das einmal im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, die 10 Minuten konnte ich damit einhalten und ich glaube, es sind ein paar Fragen bestimmt offen geblieben. Fast, Herr Alscher. Also vielen Dank. Ich glaube, also eigentlich Punktlandung. Ja, man merkt ja, es ist ein ziemlich atemloser Ritt, aber wenn man sich zwei Fördertatbestände vornimmt und will verschiedene Perspektiven zeigen, dann geht das vielleicht auch gar nicht anders. Ich würde im Anschluss jetzt an Ihre Präsentation gerne eine Frage stellen und die aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Also erstmal nicht Frau Kümmel stellen, weil ich gesehen habe, die steht schon bei Ihnen auf den Folien, dass wir hier nicht Münster und den Kunden verweben sozusagen, sondern erstmal an Peter Gocke stellen und dann an Sie. Herr Wache fragt in der Fragefunktion, wie ist denn das, wenn ich mehrere Firmen für alle Muss-Kriterien benötige? Also erstmal, kann das einer, ist ja die erste Frage. Dann möchte ich das als Krankenhaus überhaupt? Und dann nachher auch an Sie die Frage, was nehmen Sie denn wahr im Markt? Werden Sie angefragt, Konsortien zu bilden, um gesamte Fördertatbestände anzufragen? Also ich beginne mal mit Peter Gocke mit der Frage, wie nähert sich denn ein Krankenhaus so einem Fördertatbestand, wenn es weiß, dass es mehr als eine Firma braucht? Gibt es da einen Konsortialführer? Zieht man die zusammen? Wie tut man das? Also zunächst mal haben wir angefangen, auf den Feldern, wo es Fördertatbestände gibt, uns die Prozesse nochmal anzugucken, die auf diesen Feldern im Krankenhaus abgebildet sind und wie man diese Prozesse vielleicht umgestalten muss, um zum Beispiel den Fördertatbestand 2 zu erfüllen. Und schon die erste Projektskizze, Prozessskizze umfasst dann 45 Seiten. Anhand der 45 Seiten erstellen wir jetzt das, was fehlt uns eigentlich in unserem heutigen System. Und das wird dann über eine Ausschreibung gehen. Und natürlich gehen wir auch davon aus, dass wir selten mal einen finden werden, der das alles bedient. Zumal wir auch im Fördertatbestand 2
Dinge haben, die in anderen Fördertatbeständen ebenfalls mit drin sind, zum Beispiel Messaging-Funktionen mit Angehörigen und Patienten. Das heißt, das wird sowieso darauf hinauslaufen, dass wir uns in einer Landschaft wiederfinden werden von mehreren Anbietern. Darunter wird es auch Konsortien geben, denke ich. Okay, vielen Dank. Und dann spiele ich es nochmal zurück an Sie, Herr Alscher. Mal ganz direkt gefragt, finden Sie schon Kooperationen, um einen Fördertatbestand aus dem KZG, jetzt vor allem den Zweier, zu erfüllen? Weil da kommen Sie ja wahrscheinlich auch in Kommunikation mit Marktbegleitern, mit denen Sie sonst vielleicht nicht gemeinsam in so eine Situation gekommen wären. Ja, es ist wirklich sehr verschieden. Es gibt einige, die sagen, ja, wir möchten möglichst alles aus einer Hand haben. Die anderen sagen, in dem Bereich arbeiten sie schon mit einem anderen, mit einer anderen Firma. Und wir wissen natürlich auch, dass wir jetzt nicht sozusagen in allen Bereichen da entsprechend bis in die letzte Endausbaustufe alles haben. Und von daher streben wir es natürlich auch schon an, mit da denen, die wir auch am besten im Markt mit dem Produkt sehen, uns dort natürlich zusammenzutun und dann auch gemeinsam etwas abzugeben. Weil im Endeffekt zählt ja, was sozusagen der Kunde entsprechend will und möchte, dass es auf seine Prozesse passt. Und da sind die Kliniken schon sehr verschieden aufgestellt. Manche haben Digitaleinheiten, manche haben keine Digitaleinheiten dort, wie wir dann entsprechend mit denen zusammenarbeiten. Und das muss natürlich im besten Fall oder sozusagen muss es dem Kunden natürlich dort, ist derjenige, der entscheidet. Okay, super. Also vielen Dank für die konkreten Antworten und die schnelle Präsentation. 10 Minuten pitchen ist eine eigene Kunst. So, damit machen wir jetzt quasi den Sprung. Also man muss es kurz erklären, um 2:10 hat es bei Herrn Brandner einen Feueralarm gegeben. Deswegen sind wir alle ein bisschen durcheinander gekommen. Aber jetzt sieht er ganz entspannt aus, Claudia. Ja, absolut. Außerdem sitzt er genau da, wo er vorhin auch gesessen hat, bei der Probe. Wir sind froh, dass Sie gut aus der Nummer rausgekommen sind. Herr Brandner, Vorstand der ICW, hat Jan Schuster mitgebracht. Der Teamleiter bei der Helios ist für Projekt eHealth und das ICW-Portal setzt etwas früher an als Entlassmanagement und die Helios Bridge dient als zentrale Infrastruktur, nicht nur für den interoperablen Datenaustausch mehrerer Einrichtungen, auch über die Ländergrenzen hinweg, sondern auch für das Patientenportal Hello, was wir jetzt vorgestellt bekommen. Auf geht's. Dann übernehme ich mal, sieht man die Folien? Ja. Super. Also war hier alles etwas aufregend, aber hat zum Glück noch ein gutes Ende gefunden. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Brandner. Ich bin Vorstand bei der ICW und die ICW gehört zur Unternehmensgruppe der Extension. Und wir sind eine Unternehmensgruppe, die eben aus verschiedenen Unternehmen besteht, neben der Extension, der Sofico, auch die Faktor D und eben die ICW. Wir sind hauptsächlich im Dachmarkt mit unseren Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten, haben eben in diesen Unternehmen über 500 Mitarbeiter, sehr viele Kunden weltweit, weil wir eben auch international agieren. Und vom Softwareportfolio her bieten wir eben Module in unserer Orchestra eHealth Suite an, die wir eben für solche Projekte wie bei der Helios einsetzen. Neben Softwarebestandteilen haben wir aber natürlich als Gesamtlösungsanbieter eben auch noch Beratung, Implementierung oder sogar den Betrieb, den wir anbieten. Und ähnlich wie auch bei den Vorrednern unterstützen wir eben nicht bloß diesen Fördertatbestand 2, sondern eben 4 weitere Fördertatbestände und eben auch Querschnittsthemen wie Datenschutz und Datensicherheit oder eben sehr großer Schwerpunkt auch unseres Portfolios, das ganze Thema Integration und Interoperabilität. Wir haben uns das heute so vorbereitet, dass wir eben das mal am Beispiel der Helios, des Hello-Patientenportals vorstellen. Deswegen würde ich jetzt gerne an den Jan Schuster von der Helios übergeben. Ja, guten Tag, mein Name ist Jan Schuster. Ich freue mich, dass ich hier auch heute einen Beitrag leisten darf. Ich bin angestellt bei der Helios IT Service GmbH. Wir sind der Dienstleister für die Helios-Kliniken. Die Helios-Kliniken sind der größte private Klinikbetreiber in Europa. Das soll diese Folie hier verdeutlichen. Da möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen und möchte bitten, auf die nächste Folie zu gehen. Genau. War jetzt der Start mit dem Helios-Patientenportal. Wir entwickeln seit 2016 ein Patientenportal. Wir haben uns damals vorgenommen, dass wir unseren Patienten möglichst, da ging es eigentlich mehr
darum, erstmal eben Daten zur Verfügung zu stellen, dass Patienten im Nachgang eben zum Beispiel ihren Arztbrief sehen können oder Befunde. Da sind wir heute deutlich weiter drüber hinaus. Das würde ich dann auch in einem weiteren Schritt in einer Demo zeigen wollen. Aber jetzt kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt, und das ist das Onboarding. Wie gesagt, wir machen das jetzt seit 4-5 Jahren, und das ist so ein ganz schmerzlicher Punkt, und das werden auch alle, die sich, sag ich mal, mit dem Patientenportal-Thema beschäftigen, halt auch mitbekommen, wie schwierig das eigentlich ist, aus einem Patienten, der im Krankenhaus ist, tatsächlich einen, ich sag mal, vollwertigen User in einem Patientenportal zu machen, der eben tatsächlich nachher Inhalte aus dem Krankenhaus über das Internet bekannt gemacht bekommt. Und wir haben hier Stand heute ein Verfahren. Das ist noch nicht der Schluss. Also da wird gerade in Bezug auf das KZG noch einiges passieren müssen. Aber wie funktioniert das heute? Wir brauchen natürlich eine Feststellung der Identifikation des Patienten. Das heißt, der Patient ist vorstellig, und genau zu diesem Zeitpunkt können wir Ihnen mehr oder weniger die Information geben, wie das Onboarding funktioniert. Das heißt, wir geben Ihnen einen sogenannten PIN-Brief, und dann kann der Patient sich entscheiden und über unser Patientenportal im Endeffekt einen Account anlegen, wie man das von jedem anderen Portal auch kennt. Muss dann aus Datenschutzgründen sozusagen einen zweiten Faktor etablieren, damit zum Beispiel auch auf Inhalte zugegriffen werden kann, wie zum Beispiel selbst rein auf die Profildaten oder zum Beispiel auch auf Termindaten. Und dann haben wir natürlich noch eine dritte Stufe. Wir müssen natürlich, das ist eine ganz besonders wichtige Stufe, wie kommen die Daten dann tatsächlich, oder wie können die bekannt gegeben werden? Und das bedeutet, ist der Punkt, den wir Freischalten nennen. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Patient diesen PIN-Brief, also im Endeffekt ja einen achtstelligen Code, sozusagen im Patientenportal eingeben kann, dazu noch zwei zusätzliche Geheimnisse angibt, und ab diesem Zeitpunkt werden Daten aus den lokalen Krankenhäusern in unsere zentrale Plattform eingespielt. Diese Plattform wird Herr Brandner auch noch ein bisschen genauer erklären, sodass man da dann, glaube ich, noch ein genaueres Bild bekommt. Wenn Sie noch mal jetzt die nächste Folie nehmen, Herr Brandner, bitte. Genau, dann würde ich jetzt den Bildschirm scheren und sozusagen mal in die Live-Demo gehen. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm sehen. Das ist sozusagen unser Helios-Patientenportal. Da ist erstmal noch nicht so viel zu sehen. Ich möchte, wie gesagt, zwei Use Cases zeigen. Der erste ist die Online-Terminbuchung. Also man kann bei uns in allen, noch nicht in allen, aber in fast allen Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren Termine suchen für Behandlung. Dazu kann ich hier entsprechend klicken, kann schauen. Ich suche mir jetzt den Fachbereich mal raus. Ich suche was in der Unfallchirurgie, weil ich halt einen Unfall hatte und eine Nachsorge haben möchte. Und ich suche ganz gerne natürlich da, wo ich auch wohne. Das ist in dem Fall Berlin-Buch. Und bekomme dann halt angezeigt, sozusagen, dass offensichtlich hier ein Krankenhaus ist, was entsprechend Sprechstunden sozusagen anbietet. Und was steckt dahinter technisch gesehen? Wenn jetzt hier zum Beispiel auch mehrere solche Treffer wären, dann kann man sich auch sehr gut vorstellen, dann ist das in dem einen zum Beispiel hier vielleicht ein ISH-Med, an einer anderen Stelle ist das zum Beispiel dann ein AIS oder an einer anderen Stelle vielleicht auch ein Produkt wie Orbis oder Medico. Genau, dann kriege ich hier erstmal ein Angebot und sehe, dass die Unfallchirurgie auch angeboten wird, was mich sehr freut, und ich sehe auch den nächsten Termin. Wähle den aus, bekomme wieder sozusagen dann die Spezialisierung davon, und ich möchte in die Unfallchirurgie und kann mir dann in einem Art Kalender, wie man das auch von anderen Terminbuchungen kennt, entsprechend einen Termin suchen. Das Interessante an der Stelle ist, dass diese Termine tatsächlich in Echtzeit aus dem Krankenhausinformationssystem geholt werden, und dann kann ich buchen. Da möchte ich jetzt allerdings aufhören, weil das ist ein Echtsystem, und gehe dann hier entsprechend in den zweiten Use Case, und das ist der Bereich Behandlung, und das ist der Bereich, wo wir mehr oder weniger dem Patienten die Informationen zur Verfügung stellen möchten, die über ihn während einer Behandlung zusammengekommen sind. Dafür muss ich mich dann natürlich anmelden, habe ich hier auch schon getan. Also ich habe natürlich einen Account. Wir sehen hier unterschiedlichste Bereiche im Patientenportal. Das ist genau der Bereich, den ich vorstellen möchte, Behandlung einsehen. Jetzt kommen wir an einen Punkt,
da reicht natürlich nicht mehr einfach nur noch ein User-Passwort, sondern ich muss tatsächlich einen zweiten Faktor sozusagen etablieren. Und das heißt, wir haben hier eine eigene Security-App. Und das mache ich jetzt gerade hier auch lokal entsprechend bei mir. Und habe jetzt sozusagen auf meinem Smartphone den zweiten Faktor ausgewählt, wurde authentifiziert und bekomme angezeigt, dass hier eine ambulante Behandlung war am 1.3. Möchte ich natürlich gerne sehen. Genau. Und dann werden wir hier, das ist jetzt natürlich eine vereinfachte Darstellung, weil das ist aus einem Produktionssystem, da kann ich nicht anlegen, was ich möchte, sehe ich hier mehrere Sachen. Das Interessante an der Sache sind auch die Standards dahinter. Dort stecken im Endeffekt FHIR-Kommunikation ist dahinter. Unsere Plattform ist eine IAE-Plattform. Also wenn ich hier raufklicke, dann wird gerade mittels MHD FHIR-Profil, also das Medical Health Document, wird es quasi hier abgerufen. Und bei der Diagnose zum Beispiel, holen wir uns gerade die Dokumentation aus dem DIMDI. Und da sieht man auch schon, da ist noch viel Luft nach oben, weil das ist nicht besonders patientenfreundlich. Und das werden wir auch in nächster Zeit anpassen, sodass die Patienten dort auch, sag ich mal, einen größeren Mehrwert haben. An der Stelle würde ich gerne an Herrn Brandner übergeben. Vielen Dank, Herr Schuster. Hinter diesem Patientenportal liegt eben eine komplette E-Health-Plattform der Helios. Auf der linken Seite hier sieht man die Einrichtung mit den verschiedenen Subsystemen in einem Krankenhaus. Das Thema TI-Anbindung muss aufgrund der Rahmenbedingungen auch der Gematik heute leider pro Einrichtung passieren. Deswegen können wir diese ganze Integration auch von TI-Fachdiensten eben leider Gottes nicht über diese E-Health-Plattform machen. Diese E-Health-Plattform hat Komponenten zur eindeutigen Patientenidentifikation, zur Provider-Identifikation, aber eben auch zum Onboarding, was wir eben gerade schon gesehen haben. Dann aber eben auch zur Speicherung von Bilddaten, von Dokumenten, von Diagnosen und anderen strukturierten medizinischen Daten und eben, das hat Herr Schuster auch gerade schon erwähnt, eben notwendige Schnittstellen, um dann eben Portale zum einen zu integrieren, neben dem Patientenportal auch ein Providerportal. Und das ist eigentlich dann so ein bisschen auch der Ausblick, dass man eben dort auch Apps integrieren kann, also andere Applikationen und eben mit dem gleichen Benutzer-Account, den wir vorhin gesehen haben, sich dann eben auch über diese Apps dann mit der Plattform verbinden kann. Das Ganze funktioniert eben nur, wenn wir eben interoperabel und internationale Standards verwenden. Wir setzen eher eben ganz klar auf IAE-Profile und auf FHIR. Auch gerade für die strukturierten Daten und setzen diese eben in der Plattform um. Wenn wir jetzt mal auf den Fördertatbestand 2 gucken, haben wir natürlich die verschiedenen Bereiche mit Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassmanagement und dort eben die verschiedenen Muss-Kriterien. Und ich würde jetzt den Herrn Schuster bitten, kurz aus seiner Sicht zu beleuchten, aus Sicht der Helios, wo dann eben der Fokus ist und würde dann zum Abschluss nochmal drei Worte von uns sagen. Jan, vielleicht kannst du ganz kurz noch sagen, wo die Reise bei euch hingeht und dann gehe ich nochmal auf die Themen ein. Ja, vielen Dank. Genau, also hier sieht man nochmal die Kriterien für die Förderung. Vorneweg, das ist wirklich... Das KZG ist sehr hilfreich und das passt sehr gut in unsere Planung. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, als das kam, weil das auch inhaltlich so gut stimmt zu dem, was wir planen. Besonders spannend oder was ich auch noch vorweg sagen muss, nicht jeder Punkt, der hier steht, ist tatsächlich direkt im Patientenportal zu verorten. Das hat man auch schon gesehen bei dem Vortrag von dem Maximilian Greschke zum Beispiel. Wenn man das mit der Nachsorge genommen hat, dann hat man gesehen, dass das vielleicht auch zum großen Teil eher im Primärsystem zu sehen ist oder auch eben die Anbindung der TI, wohinter die Patientenakte steht, ist auch nicht primär Patientenportal, aber das soll jetzt nicht schlimm sein, aber wir können natürlich die Funktionalität nutzen. Für uns besonders spannend ist vor allem auch der Punkt, das digitale Aufnahmemanagement und da die Kombination Termine, Anamnese, Unterlagen, digitale Aufnahme. Da haben wir allerdings auch noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Derzeit haben wir zum Beispiel eine Terminbuchung, die funktioniert sehr gut, aber die müssen wir sozusagen in einem weiteren Schritt auch standardisieren. Derzeit haben wir dort zwar sehr gute technische Standards, aber eben keine interoperablen Standards. Dann komme ich nochmal an der Stelle zurück auf den Punkt, das Onboarding. Denn der ganz
entscheidende Punkt, um, sage ich mal, hier wirklich was zu schaffen, was Mehrwerte bringt, ist eben, wie schaffe ich es, den Patienten eigentlich rechtzeitig in die Behandlung zu bringen? Wie schaffe ich es, sage ich mal, zum Beispiel, wenn ich einen Termin gebucht habe, später die digitale Aufnahme zu unterstützen, zum Beispiel über ein Kiosk-System. Und das sind so Punkte, wo wir dran sind. Wir sind sehr gut vorbereitet, zum Beispiel, wenn man auch den Bereich Anamnese nimmt, weil wir technisch gesehen schon heute eben dort interoperable Technologien unterstützen, wie den FHIR-Questionnaire. Mhm. Aber wie gesagt, man muss immer, dieses Onboarding ist aus meiner Sicht so ein Knackpunkt, was man halt einfach lösen muss. Und wird ja wieder übergeben wollen. Ja. Da würde ich gerne übernehmen. Darf ich noch zwei Sätze sagen? Weil einfach um zum Schluss auch nochmal aus unserer Sicht eines Herstellers würden wir das völlig unterstreichen, dass diese Themen, die hier aufgegriffen wurden heute in den Projekten, die wir national, aber auch international begleiten, immer ein Thema sind. Der eine Kunde macht eben zuerst das Thema Terminmanagement und Anamnese, die anderen gehen eher im Bereich des Entlass- und Überleitungsmanagements mit Datenverfügbarkeit in die Projekte rein. Ich denke, die große Herausforderung auch für die Kunden wird sein oder für die Krankenhäuser, dass man eben jetzt alle diese Kriterien erfüllt, das eben auch tief in die Prozesse und tief natürlich in die Systeme integrieren muss, dass da eben auch Interoperabilität hergestellt werden muss. Und da sehen wir uns heute sehr gut aufgestellt und können eben dort auch die Krankenhäuser gut begleiten und solche Projekte eben umsetzen. Vielen Dank, dass ich das noch mit einbringen durfte. Wir sind, glaube ich, ziemlich knapp in der Zeit. Aber das war es von mir. Ja, wenn Sie jetzt aufhören zu reden, dann schaffen wir es gerade noch so. Meine Frage an Herrn Schuster, das ist ja, Sie haben von der Integration gesprochen. Wir haben hier noch die Folie mit dem Feedback zu den Förderkriterien. Aber wie ist denn das Feedback, was von den Patienten, von Ihren Kunden kommt, beziehungsweise auch von den Ärzten, die das System pflegen müssen? Stand heute, um mit den Ärzten anzufangen, pflegen Ärzte eigentlich für das Patientenportal keine Daten. Das sind anders als zum Beispiel, wie man sich das vorstellt bei der EPA, sind das automatisierte Prozesse. Also zum Beispiel, wenn ein Patient sein digitales Einverständnis gegeben hat im Patientenportal, werden entsprechende Dokumente mit der Freigabe durch den Mediziner entsprechend zur Verfügung gestellt. Also das da hinweg. Eine sehr gute Frage ist das Feedback der Patienten. Das ist tatsächlich, da hängt sehr viel auch dran, und ich glaube, das glaube ich ist auch eine Parallelität zur EPA, ist das ganze Marketing, was dahinter steckt. Wir haben dort auch noch deutlich Luft nach oben. Also die Patienten schätzen es natürlich sehr, dass sie zum Beispiel ihre Behandlung einsehen können und Dokumente etc. sehen können, aber sind natürlich auch deutlich an Mehrwerten interessiert. Also zum Beispiel Orientierungshilfen im Krankenhaus, was man auch bei den Muss-Kriterien sieht, oder eben Buchung von Zusatzleistungen oder auch Informationen zu den Behandlungen. Also wenn ich zum Beispiel zu einer OP komme, dass mir vielleicht explizit Informationen zugespielt werden, dass ich mich vorher informieren kann oder dass ich zum Beispiel Checklisten etc. zur Verfügung gestellt kriege. Wer führt die denn ein auf das Portal? Sind das normale Krankenhausmitarbeiter oder sind das Servicekräfte? Das Portal, das führen wir sozusagen als zentraler Dienstleister bei den Krankenhäusern sozusagen ein. Wir haben zentrale Dienste und das machen wir. Wer erklärt es den Patienten oder kriegen die einen Link und müssen sich selbst schlau machen? Genau, mit der Aufnahme werden entsprechende Informationsblätter auch ausgegeben, wo der Patient sich informieren kann. Vor Ort wird der Patient darauf hingewiesen. Das ist aber auch ein Punkt, den man halt auch bedenken muss, dass da eben, wie gesagt, ein Haufen Kommunikationsarbeit dahinter steckt. Und damit steht und fällt das natürlich, wenn vor Ort zum Beispiel Mitarbeiter nicht Bescheid wissen über das Patientenportal, dann ist das natürlich nicht von Vorteil. Okay. Prima. Ich würde gerne jetzt zum Schluss dieses Blocks von Fördertatbestand 2 Portale nochmal eine Frage oder ein Thema mitgeben, was auch alle drei, glaube ich, berührt. Aber ich würde das vor allem fragen, die Kliniken, also Frau Kümmel und Herrn Gocke. Das ist eine Frage, die kommt aus dem Publikum von Timothy Mende. Ich lese sie einfach mal vor. Das kann ich sie gar nicht mehr vorlesen, weil sie versprungen ist. Im Prinzip geht es darum, hier ist sie.
sehen Krankenhäuser Plattformen wie Samedi, Doktorlib und andere, die den Patientenzufluss über die Terminbuchung steuern können, als Bedrohung für das Geschäftsmodell der Behandlung elektiver Patienten? Also so wie ich die Frage verstehe, was macht das denn mit dem Krankenhaus, das sonst seine Patienten selber, also speziell die Elektiven natürlich selbst akquiriert hat und behandelt hat? Jetzt gibt es plötzlich so einen Broker dazwischen, der eventuell mächtig wird. Ist das egal? Ist das sogar positiv? Sehen Sie da drin ein Problem? Was macht das mit den Kliniken? Ich fange mal mit Frau Kümmel an. Ja. Also wir diskutieren dieses das Thema gerade so der Online-Terminvergaben durch Patienten, aber auch tatsächlich Ärzte und Zuweiser im Grunde gleichzeitig parallel und immer sehr positiv. Uns ist es sehr, sehr wichtig hier und wir, also ich muss ganz ehrlich sagen, auf Konkurrenz ist da tatsächlich noch gar keiner gekommen. Es ist mir eine neue Frage, muss ich echt gestehen. Zeigt aber auch, wie positiv wir das hier sehen. Wir sehen das sehr, sehr positiv, die Terminbuchung für alle Welt da draußen, wenn man so möchte, hier zu vereinfachen, weil das ein sehr, sehr großes Problem tatsächlich für uns ist, wenn das im Moment alles über Telefon läuft, wo permanent besetzt ist, wo dann vielleicht doch gerade mal keiner sitzt am Telefon, weil der gerade woanders benötigt wird, sowohl in der ambulanten als auch tatsächlich in der stationären Aufnahme oder Terminvereinbarung. Also wir haben hier eher das Problem, dass wir das tatsächlich verbessern möchten, die Terminbuchung, indem wir da digitale Möglichkeiten sowohl am Patienten als auch an Zuweiser geben, um das zu vereinfachen und hier möglicherweise Ressourcen teilweise einsparen zu können, beziehungsweise den Ressourcen dann die Möglichkeit geben zu können, sich mit anderen Dingen und dem Patienten besser zu befassen. Also als Konkurrenz haben wir das hier tatsächlich noch nie gesehen. Okay, aber in Berlin kämpft man bestimmt um elektive Hüften, oder Herr Gockel? Ja, aber bestimmt nicht durch die Auswahl des Terminanbieters, glaube ich. Ich sehe den Punkt, dass natürlich ein mächtiger Terminanbieter, wenn er intransparent handelt, vielleicht Krankenhäuser vom Zufluss der Patienten abschneiden könnte. Aber das wäre leicht transparent, glaube ich. Und das ist heute ein Infrastrukturdienstleister, den man, glaube ich, gut sehen kann, wie der arbeitet. Die gleiche Angst müsste sonst eine Band haben, dass der Ticketorganisator dafür sorgt, dass eben eine Band mehr Zuschauer bekommt als die andere. Von daher glaube ich da nicht dran. Aber ein Punkt, den man im Auge behalten soll, ist natürlich, wie geht dieser Dienstleister mit Daten um? Das hat bei uns in der Tat auch schon Auswirkungen auf die Auswahl des Dienstleisters gehabt. Okay, vielen Dank. Also zum Ende des Blogs nehme ich mal mit, dass wir Universitätskliniken mit Bands vergleichen können. Finde ich schon mal großartig. Gut, dann schwenken wir jetzt nochmal auf den nächsten großen Block, gehen in die zweite Stunde sozusagen, fast in time. Das ist der nächste Fördertatbestand nach Patientenportalen. Danke, Natalia. Geht es um Behandlungsdokumentation. Hier wieder gleiche Metrik, Ziel, muss und kann. Ziele dabei sind die Erhöhung der Verfügbarkeit von Dokumentation und vor allem die Reduktion von Zeitaufwand in der Dokumentation. Denn was machen Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger? Sie dokumentieren eine Menge schriftlich, eine Menge doppelt. Das Ziel ist hier, das zu unterbinden, auch Doppeluntersuchungen gegebenenfalls zu vermeiden. Und es gibt ein Basisziel, was ohnehin über allem schwebt, was hier aber nochmal besondere Bedeutung hat. Das ist die Interoperabilität, weil ohne die werden wir nicht miteinander können. Und was man hier jetzt auch sieht, ist, dass Fördertatbestände miteinander ja auch in Zusammenhang zu bringen sind, weil all das, was wir im Patientenportal gerade gehört haben, egal von welchen Anbietern, an welcher Ecke, funktioniert nicht ohne die Kernsoftware im Krankenhaus sozusagen in der Regel dem KISS. Anders als vorher haben wir jetzt nicht mehr drei Perspektiven bei diesem Fördertatbestand, sondern nur noch in Anführungsstrichen zwei. Das eine ist die digitale Dokumentation und oder Pflegedokumentation. Vielleicht schon mit der Frage verbunden, muss man das überhaupt heute noch trennen? Darin alleine gibt es 12 Muss-Kriterien. Und der zweite Part, der sich damit beschäftigt, ist sprachbasierte Dokumentation, also Speech Recognition mit all ihren Facetten sozusagen. Auch hier wieder das Gleiche, es gibt schlechte und es gibt gute Nachrichten. Die schlechte ist, sie müssen tatsächlich alle Tatbestände erfüllen. Und ich glaube auch, dass das nicht ganz unambitioniert ist, was das Gesetz hier mitgibt. Das Gute aber auch wieder vor, das muss nicht einer können. Das kann in der Regel auch tatsächlich nicht einer, sondern muss man immer Partner haben, teilweise schon etablierte. Es gibt inhaltliche Überschneidungen zwischen den Punkten, also zwischen den 12 und den 6 gibt es welche, die recht ähnlich klingen. Und es muss auch nicht alles im Herbst des Jahres 2021 fertig sein. Dazu gibt es dann Kann-Kriterien, die schon wieder die Kühe da sind, nämlich automatisierte Risikoerkennung,
Berichtswesen über den ganzen Patientenaufenthalt, Unterstützung von Studien, Dokumentation von Hygiene, Risiken, MRSA und anderen Dingen, auch die Ableitung von Pflegeminuten und dann beim Thema der Spracherkennung, Natural Language Processing und automatisierte Texterkennung von papierender Dokumentation, die man dadurch digitalisieren kann. Also ein weites Feld, und hier wollen wir genauso vorgehen wie gerade bei dem anderen Thema. Das heißt, wir steigen direkt ein mit einem Anbieter, und das macht Claudia. Wir haben hier zwar zwei Perspektiven, aber wir haben dennoch in drei unterschiedliche Teilabschnitte geteilt. Wir fangen an mit der Behandlungsdokumentation, gehen dann auf die Intensivstation und gucken uns PDMS an und haben dann noch die Spracherkennung im Portfolio. Wir starten mit Bernhard Kalmer, einer der Geschäftsführer der CGM Clinical Europe. Das muss man dazu sagen, weil er im Prinzip schon für jeden Hersteller gearbeitet hat. Momentan ist es die CGM. Und er hat Markus Petzold mitgebracht, einen gelernten Krankenpfleger der Universitätsklinik Essen, der Teamleiter in der IT-Abteilung ist und hier verantwortlich zeichnet für die elektronische Dokumentation. Es klingt nach einer Überblicksdarstellung. Vielen Dank. Ihnen gehört die Bühne. Vielen Dank in die Runde und schön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns tatsächlich nicht so sehr darauf gestürzt, das Unternehmen CGM in den Mittelpunkt zu stellen, sondern tatsächlich, wie könnte eine Lösung aussehen, wie ist sie heute schon etabliert und wo sind wir gelandet? Natürlich im Smart Hospital in der Universität in Essen. Und ich rede gar nicht mehr lange drum rum. Wir versuchen mal, Markus, ob wir das hinkriegen, tatsächlich live aus der Applikation etwas zu zeigen, damit wir von den vielen PowerPoints uns wenigstens 8 Minuten lang erholen. Feuer frei. Ja, danke schön. Dann will ich mal direkt los, Kollegen. Ich fange mal direkt an, meinem Bildschirm zu teilen. Was sehr schick war, ja, das sollte funktioniert haben. Als wir angefangen haben mit elektronischer Dokumentation, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, was sind denn eigentlich unsere Ziele? Und wir hatten ein Ziel sofort ausgeschlossen. Wir haben gesagt, Dokumentation wird nicht schneller, nur weil wir sie digital machen oder elektronisch machen. Das mussten wir hinterher wieder einkassieren. Es ist tatsächlich doch ein bisschen schneller geworden. Also viele Sachen sind einfacher, sind schneller. Und was wirklich richtig schön ist, was den Alltag wirklich vereinfacht, ist die hohe Verfügbarkeit von Dokumentationen. Früher musste ich immer den Patientenakten hinterherlaufen, habe sie nie gefunden, weil sie irgendwo in einem Oberarztzimmer, in einem Schrank versteckt waren. Das hat sich jetzt hiermit erledigt. Wir haben fast ganz, ganz viel dokumentieren wir nur noch elektronisch. Es ist kaum noch was da, was noch auf Papier dokumentiert. Reste gibt es aber immer. So ganz können Menschen sich auch nicht vom Papier lösen. Das gehört, glaube ich, zum Leben dazu. Ich habe hier mal auf unserem Testmandanten einen Testpatienten rausgesucht. Das ist der Test Albert. Der ist krank. Der hat viel. Was für uns immer schon sehr schön ist, dass direkt schon in so einer Stationsübersicht schon Informationen, die wir zuhauf sammeln, sehr verfügbar sind und ich hier schon in der Übersicht mir schon einen Überblick über meinen Patienten verschaffen kann. Also schon sehen kann, was ist denn eigentlich so mit ihm los und gibt es irgendwelche Besonderheiten. Und vor allen Dingen, dass wichtige Sachen sehr deutlich kenntlich gemacht werden. Wenn ich ihn angeklickt habe, muss ich auch nicht alle Symbole kennen, wie beispielsweise dieses grüne Dreieck. Das wird mir hier rechts nochmal schön erklärt. Also ich sehe also dialysepflichtiger Patienten, muss ich ein bisschen aufpassen, gebe ihm nicht so viel zu trinken. Ich springe mal tiefer in den Patienten rein. Lande dann direkt in der Wunddokumentation. Viele Sachen, die wir hier im System dokumentieren und erfassen können, können wir auch mobil erfassen. Das bedeutet nicht nur mit einem Visitenwagen, sondern auch mit einer App über das iPhone. Das macht sich bei Wunden ganz besonders bemerkbar. Da ist das sehr schön. Man kann also direkt mit dem Tablet zum Patienten gehen, kann eine Wunde anlegen und sagen, der hat da was, beispielsweise vorne am Unterschenkel links und direkt ein Foto dazu machen. Und die Sachen sind hier natürlich dann auch sofort sichtbar. Nicht nur in der Übersicht, sondern wir haben dann auch eine hohe Detaildokumentation uns dazu aufmachen müssen, weil so eine Wundbeschreibung ist schon mal sehr ausführlich. Da hängt schon mal eine ganze Menge dran. Was für uns immer wichtig war, ist, dass Patienten nicht einfach uns verlassen, sondern die kommen auch wieder.
Manchmal kommen die sogar sehr oft wieder. Und dann haben wir verschiedene Fälle. Und da war für uns von Anfang an sehr wichtig, eine Wunde ist oft nicht nur in einem Fall vorhanden, sondern in vielen, vielen verschiedenen Fällen. Also müssen wir Dokumentation übernehmen können. Das können wir. Wir können Wunden aus alten Fällen übernehmen. Wir haben mit der Klido, also mit der klinischen Dokumentation hier extra noch einen Button eingeführt, wo wir sagen können, wir können die Dokumentation übernehmen aus einem anderen Fall und da speziell aus einem bestimmten Fall aussuchen. Das heißt, ich muss nicht alles immer wieder von vorne machen, sondern kann Sachen übernehmen und muss dann nur noch Veränderungen dokumentieren. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Wenn also ein Blatt Papier voll ist, muss ich es wegschmeißen, muss ein neues nehmen und fülle alles wieder von vorne aus. Und da ist ein großer Punkt, wo wir wirklich Zeitersparnis haben, weil ich muss nur noch Veränderungen dokumentieren. Ein weiterer schöner Punkt, den ich immer sehr schön finde, ist handschriftliche Dokumentation. Also Pflegebericht oder Visitendokumentation oder was hat die Physiotherapie gemacht. Das sind alles Dokumentationen, die auf Papier an den verschiedensten Stellen laufen. Es gibt Extrazettel dafür. Es gibt ein großes Kurvenblatt, wo manche Leute was reinschreiben. Es gibt dann noch einen Zettel, der extra noch irgendwo rausgezogen wird aus der Schublade und dann noch in die Kurve mit reingelegt wird. Also diese ganzen handschriftlichen Dokumentationen ist ein riesiger Wust, ist ein riesiges Durcheinander. Ich habe mich wirklich gefreut, als wir dann die Verlaufsdokumentation haben. Das haben wir auch strikt durchgezogen, haben gesagt, jede Berufsgruppe, die etwas als Freitext dokumentieren will, die macht das nur noch in der Verlaufsdokumentation. Wir haben das sogar noch ein bisschen weitergetrieben. Wir haben gesagt, wenn es wichtige Sachen sind, die woanders dokumentiert werden, beispielsweise im Konsilwesen, dann lassen wir sie automatisiert direkt hier in die Verlaufsdokumentation reinschieben. Denn die Physiotherapie bei uns, die schreiben hier gar nicht rein, die dokumentieren in meinem eigenen Bereich und dann wird das, was sie getan haben, direkt hier sichtbar. Und das war früher eben nicht so. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, der echt wichtig ist. Wir haben viel, viel, viel mehr Informationen über den Patienten gerade. Das ist schön, das macht es aber auch ein bisschen schwierig. Denn jetzt muss ich hingehen, welche Informationen brauche ich denn überhaupt? Und je mehr Informationen ich habe über so einen Patienten, umso unübersichtlicher wird es dann einfach auch. Da gibt es so ein paar kleine Helferlein, die wir hier haben. Das eine nennt sich Fieberkurve. Da gibt es die verschiedensten Fieberkurven, die wir uns, oh, das war gar nicht die, die ich haben wollte, ich wollte die hier eigentlich haben, ist schnell gewechselt. Wir haben verschiedene Fieberkurven für verschiedene Berufsgruppen. Wir haben beispielsweise eine für die Pflege, weil die einfach einen ganz anderen Anspruch haben. Wir haben welche für die, oh, da kann ich mir auch mein Layout merken. Ich gehe mal auf die Visitenfieberkurve. Da kann man Sachen schöner sehen. Den großen Unterschied, den Sie zwischen den beiden Fieberkurven schon gesehen haben, ist, die Pflege hat eine Stundenansicht, also die wollen den aktuellen Tag sehen. Ärzte brauchen oft viel, viel mehr einen Überblick über die letzten Tage. Und das kann man eben parametrieren und so dem Anwender auch zur Verfügung stellen. Und die können sich ihre Layouts nochmal selbst einstellen, was sie denn wirklich sehen wollen. Und das unter eigenen Layouts für sich selbst speichern. Das finde ich sehr, sehr charmant. Wir haben das gerade bei uns in der Endokrinologie erlebt, dass wir große Probleme hatten bei Blutzucker. Also bei Diabetikern. Bei manchen Patienten haben wir stündliche Blutzuckermessungen. Wenn ich da mehrere Tage auf einer Ansicht habe, weiß ich überhaupt nicht, was an dem einen Tag passiert ist. Wenn ich andere Patienten habe, da wird täglich dreimal gemessen, da will ich mehrere Tage im Verlauf mehr angucken. Da kann sich der Anwender eben verschiedene Profile hier oder Layouts hier hinterlegen, wo er dann sagt, so, jetzt möchte ich das einmal für diesen Patienten im Verlauf über mehrere Tage sehen. Oder aber ich mache mir eine Stundenansicht, sodass ich mir einen Tag ganz genau angucken kann und habe einen schnellen Wechsel. Im unteren Bereich hat man sehr viel, was hier sichtbar wird. Und zwar nicht nur Vitalwerte, sondern auch Schmerzen. Alle Sachen aus der Wund- und Spezialdokumentation. Also welche Wunden hat denn der Patient? Ich kann viele Sachen elektronisch einbinden, beispielsweise Monitoring von unterschiedlichen Firmen über eine Schnittstelle direkt in die Fieberkurve schießen lassen. Also auch Übertragungsfehler werden dadurch eine ganze Menge minimiert. Einträge aus der Verlaufsdokumentation kann ich hier sichtbar machen. Also diese Freitextdokumentation, Bilanzierung hier mitführen. Ich kann hier verschiedene Arten der Bilanzierung hinterlegen. Ich sehe in einem Überblick, und was ich sehr charmant finde, in so einer Zeitschiene, wie lang sind denn die ganzen Sachen, die ich in meinen Patienten reingesteckt habe, eigentlich schon drin? Fallen die schon langsam von alleine wieder raus? Muss ich da mal was machen?
und habe dementsprechend vielleicht einen leichteren Einblick darüber, warum hat er denn eigentlich gerade wieder Fieber. Was auch noch schön ist, ist so ein Grobüberblick als Einstieg in den Patienten, wo man sich angucken kann, ganz grob erstmal, was bietet mir meine Patientin? Ist immer schön, wenn ich einen Patienten nicht kenne und zum ersten Mal sehe, habe ich hier schon mal so einen Grobüberblick und sehe die wichtigsten Sachen zum Patienten, kann verschiedene Scores mir angucken. Und jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken, wie tief ich noch ins Detail gehen kann. Habe noch einen großen Vorteil, und das ist, gerade die Sachen aus der Pflegedokumentation werden für alle Berufsgruppen viel, viel sichtbarer. Wir haben in der Pflegedokumentation in einem Akutkrankenhaus immer ein großes Problem gehabt. Wir konnten den Pflegeprozess wenig bis gar nicht vollständig abbilden. Also spätestens, wenn es daran ging, dass man eine Verknüpfung hat zwischen Pflegemaßnahmen und Pflegeproblemen von Patienten, wird es immer sehr, sehr schwierig. Es war auch immer schwierig, verschiedene Scores immer zu ermitteln und das regelmäßig ermitteln zu lassen, also Veränderungen bei Patienten darzustellen und dementsprechend zu gucken, habe ich denn eine Wirksamkeit bei meinen Pflegemaßnahmen? Passiert denn da was? Kriegen wir es denn wirklich geschafft, diesen Patienten nach vorne zu bringen? Das kriege ich mit so einem elektronischen Pflegeassessment viel, viel besser hin. Ich sehe auf einen Blick die Risiken. Ich kann mir Veränderungen darstellen lassen und sehe einfach, ja, der Patient hat jetzt nicht so gut geklappt, den haben wir eigentlich eher schlechter gemacht. Was übrigens eine Erfahrung ist, die im Krankenhaus ganz normal ist. Die Patienten kommen eigentlich gut gelaunt und fröhlich winkend zu uns ins Krankenhaus. Wir machen die richtig schlecht und bevor es denen wieder richtig gut geht, schmeißen wir die auch schon wieder raus. Das als Kurzüberblick über elektronische Dokumentation. Und damit übergebe ich an Herrn Keimer, der wahrscheinlich auch wieder was sagen will, oder Bernd? Wie immer, natürlich, Markus. Drei Take-Home-Botschaften. Als erstes eine Strategie haben, also festlegen, was will ich denn mit der Dokumentation erreichen. Das zweite, Fokus nicht verlieren, sondern sagen, wir müssen nicht alles und auch nicht alle Fördertatbestände in einem Krankenhaus gleichzeitig angehen. Das wird dann vermutlich nichts werden. Und das dritte wäre das Pareto-Prinzip. Ich glaube, auch in der Pflege- und Behandlungsdokumentation haben wir nicht alle letzten Schnörkel einer Universität in Essen abgebildet, sondern wir haben uns darauf fokussiert, die Dinge umzusetzen, die alle brauchen und die allen auch einen Hebel darstellen, ein bisschen Individualität überlassen. Und das letzte war dann, glaube ich, noch das Wort Change Management, die Menschen mit begleiten, weil am Ende arbeitet man anders, als man vorher gearbeitet hat, bevor man gestartet ist. Und wenn man das nicht nur bei der Pflege- und Behandlungsdokumentation macht, also ein Ziel festlegen, den Fokus nicht verlieren, Pareto anwenden und das Change Management, dann wird das KHZG der totale Erfolg. Da würde ich gerne einhaken. Ich kenne Sie, Herr Petzold, dass Sie auch sehr darum bemüht sind, dass die Pflege die digitale Dokumentation voranbringt. Und so ist es ja, ich meine, was Sie gezeigt haben, war interessant. Aber eigentlich ja ist das alles schon im KISS gelegt, die Basis. Wie das, was Bernhard gerade gesagt hat, wie gehen Sie jetzt voran, die Pflege mitzunehmen und hier die digitale Dokumentation weiter voranzubringen, weil die ja im Prinzip die Basis für die Behandlung ist, oder? Ja, für die pflegerische Behandlung auf jeden Fall. Ja, Sie meinen, was wir an neuen Projekten noch momentan machen? Oder woraufhin zieht die Frage? Und wie Sie die Notwendigkeit sozusagen von Station zu Station vehement verteidigen, dass das getan wird. Ja, die Notwendigkeit ergab sich einfach daraus, dass wir uns die Papierdokumentation angesehen haben und festgestellt haben, das ist eher mau, was wir denn da wirklich finden an Dokumentation. Das macht es in einem digitalen System viel, viel einfacher, Dokumentation nachzuhalten und wirklich zu gucken, ist das denn wirklich auf dem Stand, den wir uns denn wirklich vorstellen. Wenn man Papierdokumentation sichten will und prüfen will und gucken, machen die Leute denn eigentlich auch das, was wir von denen erwarten, dann ist das auf Papier sehr, sehr, sehr aufwendig. Und das geht einfach durch Listenfunktionalitäten, die wir hier im System auch haben, viel, viel schneller, viel, viel einfacher. Also wir haben es geschafft, die Dokumentation viel, viel vollständiger hinzukriegen. Und wir können den Leuten ein bisschen eher auf die Finger klopfen und sagen, so, mach das mal.
Deshalb ist die Qualität auch letztendlich das, was hinterher rauskommt, deutlich besser geworden. Also wir wissen viel besser Bescheid über unsere Patienten, welche Risiken sie gerade mit sich rumschleppen beispielsweise. Wenn ich dir da noch ins Wort fallen darf, Markus, ich glaube, das kann man auch ganz gut sehen, wenn man diese STOPs sich anguckt, die viele Krankenhäuser umgesetzt haben in Form von Papierdokumentation oder Hinweisschildern und Kärtchen. Wird nie gelebt, aber in dem Moment, wenn ich es in der IT habe und da auch Tracking Points draufsetzen kann, dann ist das der Punkt. Der Ausbau geht ganz klar dahin, mobile Geräte, die sind in der Uni Essen schon heute Standard. Ich glaube, es geht auch dahin, mit mobilen Devices Messpunkte zu setzen, was dann vielleicht auch gut überleitet zum Thema Philips oder PDMS, weil was ist der nächste Punkt? Wir versuchen, das Fieber vernünftig digital zu messen und nicht mehr mit analogen Geräten und dann irgendwie einzutippen. Wir versuchen, Spot-Messungen sozusagen durchgängig in den Stationen reinzubringen, mit ob jetzt welche Allen oder andere Geräte, aber es gibt ja eine ganze Menge an Geräten. Und damit werden wir ein Stückchen technischer auf der anderen Seite, aber auch ein Stückchen präziser und helfen, am Ende die Daten seamless von A nach B zu transportieren und nicht nochmal was abzutippen oder zu übertragen. Okay, danke. Zum Abschluss, weil Zeit reicht nie. Lange Frage mit der Bitte um kurze Antwort von Bernhard Kalmer. Ich probiere es mal. Da sind jetzt knapp 2000 Krankenhäuser und da ist das KHZG und ganz viel Wille und natürlich auch ganz viel Geld trifft auf die Hersteller. Jetzt fragen wir mal nicht Frau Kümmel und nicht Herrn Gocke, also so große Dickschiffe, denen Sie sowieso alle im Fokus haben, sondern den Grund- und Regelversorger irgendwie in der norddeutschen Tiefebene. Die fragen nämlich hier im Chat, wann kommen wir denn dran oder wie ist denn sichergestellt, dass der Markt das überhaupt handeln kann, was wir hier vorhaben? Das frage ich jetzt mal CGM, das kann ich aber auch jeden anderen fragen. Also glaubt die Herstellerseite den Druck, man kann es auch Goldgräberstimmung nennen, aber in dem Fall auch Kundendruck, Dinge umsetzen zu müssen, auch weil eine Pönale droht, das in Energie umzumünzen, die dann am Ende auch in Systemen landet. Wie stellt ihr das her? Also das ist schwierig, darauf eine kurze Antwort zu geben. Ich versuche es trotzdem. Aus meiner Sicht hilft nur eins, Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Das heißt, wir bauen auf, wo immer. Ich sage es jetzt mal sehr salopp, wer bei drei nicht auf den Bäumen ist, neun Finger hat, damit auch mal Tastatur tippen kann, der ist schon fast eingestellt. Das ist das eine. Das zweite, das wird vermutlich dennoch nicht reichen. Wir werden Automatisierung brauchen. Wir werden alle möglichen Formen von Unterstützung brauchen. Wir werden auch gucken, wie man die Arbeitslast verteilen kann. Denn wenn jetzt ein Krankenhaus nicht wie die Uni Essen schon so viel hat, dass sie sozusagen nur noch einen kurzen Weg gehen müssen, sondern wenn du das Krankenhaus in der norddeutschen Tiefebene nimmst, dann ist da halt das Problem, dass die vielleicht tatsächlich drei Fördertatbestände oder vier Fördertatbestände eigentlich gleichzeitig angehen müssen, aber nur drei Leute in der EDV haben und eigentlich davon drei Leute brauchen, um die heute vorhandene EDV weiter zu betreiben. Das heißt, wir diskutieren und prüfen auch, ob wir unseren Kunden, das KHZG lässt es ja zu, auch die Dienstleistung anbieten können, die der Kunde sonst erbringen muss. Okay. Am Ende bleibt es dennoch die Schwierigkeit, wo kriegen wir die Arme und Beine her, die in der Kürze der Zeit diesen Weg gemeinsam mit uns gehen können. Ja, danke. Das war für deine Verhältnisse eine kurze Antwort. Vielen Dank. Weil es Zeit wird und auch weil es in dieser Zeit wichtig ist, jetzt auf eine Intensivstation zu kommen, gucken wir uns jetzt ein PDMS-System an. Genau. Wir begrüßen Herrn Dr. Daniel Ulmer. Er ist Business Marketing Manager Patient Care Analytics bei Philips. Und Herr Ulmer, ja, wie kriegen wir das, die Fieberkurve denn von der Intensivstation in den normalen KISS-Bereich? Gut. Sehen Sie meinen Bildschirm? Ja. Wunderbar. Also ich habe Ihnen kein Live-System mitgebracht, weil ein Datenmanagementsystem in der Akutmedizin zu präsentieren, benötigt leider etwas mehr Zeit, als wir in 10 Minuten zur Verfügung haben. Deswegen mal den Überblick darüber, wie integriert sich ein spezialisiertes System in Interoperabilität innerhalb der klinischen Dokumentation im Bereich der Notfall- und Akutmedizin. Also der Bereich, der von der zentralen Aufnahme startet und in Spezialbereiche wie Neonatologie, Pädiatrie in dem Moment danach auch übergreift. Jeder dieser Bereiche ist ja extremst hoch spezialisiert, also OP-Bereich, Anästhesie-Arbeitsplatz, sehr stark strukturiert, Kurznarkosen, die durchzuführen sind, wie soll ich die digital danach erfassen,
Und wie gehen dann nachher meine gesamten Daten dann weiter auf die Intensivstation? Im Endeffekt haben wir dort unser IntelliSpace Critical Care and Anesthesia System. Das ist ein hochkonfigurierbares System, ist der Klasse MPG Klasse 2A zertifiziert, ist sowohl von jedem bettseitigen Arbeitsplatz zugreifbar, aber auch durch das gesamte Krankenhaus. Also jeder PC, dem der Zugriff berechtigt wird, kann der Anwender sich auf das System draufschalten, sodass auch die Arbeitsabläufe der Kliniker entsprechend unterstützt werden können. Als Best-in-Breed-Lösung, also ein Spezialeinsatzbereich-System, müssen wir natürlich eine große Vielfalt an Schnittstellen haben und eine hohe Interoperabilität sicherstellen, basierend auf Standards. Das kann auch nachgewiesen werden. Wir haben zu allen Krankenhausinformationssystemen bereits bestehende Schnittstellen, je nach Anforderung mal tiefergehend, auch mal nicht tiefergehend. Und im Hinblick auf Verbünde, die sich derzeit aufbauen, auch innerhalb der Krankenhauslandschaft, ist das System auch Mandantenfähigkeit komplett optimiert worden und auch ausgerichtet, um sicherzustellen, jeder Bereich kann seinen eigenen Blick haben, seinen eigenen Anwendungsbereich abbilden, seinen klinischen Kontext und seinen klinischen Arbeitsablauf auch dementsprechend zur Verfügung stellen. Wir haben zusätzlich eine Optimierung der Datenanalyse und Berichterstattung mit integriert, weil, so wie auch einige Vorredner gesagt haben, ein Datengrab macht keinen Sinn. Man muss mit diesen Daten interagieren können, die müssen weitergereicht werden können. Gerade wenn ich jetzt an den Vorredner danach auch denke, welche Daten sind für den Pflegeprozess notwendig, die auf der Intensivstation erfasst worden sind, der Patient aber noch nie auf der Allgemeinstation im Vorfeld war, weil er als Notfall in die Klinik gekommen ist. Also auch dahingehend übergeben wir danach alle Daten in Krankenhausinformationssysteme. Das Ganze ist bei uns strukturiert aufgebaut im Hinblick auf die Funktionalitäten. Wir fangen an mit der grundsätzlichen Datenerfassung. Das hat natürlich generell mit der Anbindung der vorhandenen IT-Systeme innerhalb der Klinik zu tun, welche relevante Daten für das ISAS-System zur Verfügung stellen. Geht dann aber nachher weiter auf eine Gesamtanbindung aller medizintechnischen Geräte, die an der Bettseite dort zum Einsatz kommen. Jetzt gibt es natürlich nirgendwo eine homogene Systemlandschaft, sondern immer eine heterogene Systemlandschaft vorfinden. Deswegen ist es notwendig, dort auch sehr breit aufgestellt zu sein. Und da binden wir bis zu 900 unterschiedliche Fremdgeräte bisher auch an das System an. Und auch die Spezialsysteme wie ein Fluid Management, was oft Probleme bereitet, kann entsprechend mit integriert werden. Aber natürlich auch die gesamte ärztliche und pflegerische Dokumentation ist ein grundlegender Bestandteil. Die kann unterschiedlich erfolgen, diese Dokumentation. Die kann entweder über strukturierte Prozesse mit integriert werden, aber auch über Entscheidungsbäume dementsprechend mit integriert werden, Auswahlmenüs, sonstiges, so wie sich der Anwender entsprechend unterstützt sieht. Die ganze, es geht natürlich in der Stufe 2 weiter in Richtung Konsolidierung, Visualisierung von den Patientendaten, dass ich mir wirklich dedizierte Übersichten generieren kann, die allgemeine Patientenübersichten, Stationsübersichten oder spezialisierte Ansichten, die einen reinen klinischen Kontext danach abbilden, um eine ärztliche Fragestellung oder auch eine pflegerische Fragestellung in diesem Bereich danach auch abzubilden und sofort auch in die Entscheidungsebene zu bringen. Daher haben wir und bei uns, deswegen sind wir jetzt nicht nur auf dem Fördertatbestandteil 3 digitale Dokumentation, sondern auch eine klinische Entscheidungsunterstützung mit integriert, wo sie Regelwerke hinterlegt haben, die automatisiert im Hintergrund laufen, eine kontinuierliche Datenanalyse der eingeflossenen Daten durchführen, um zum Beispiel im Hinblick auf Prävention von Verordnungsfehlern Hinweise zu generieren oder aber auch allgemeine anerkannte Leitlinien wie Sepsis-Campaign, Ventilated-Associated Pneumonia, so Glucose-Management, diese Bereiche mit zu integrieren. Aber auch speziell für Pflegeprozesse Entscheidungsunterstützung mit drin haben, die einfach darauf hinweisen, du solltest jetzt bei diesem Patienten agieren, ansonsten ist eine Verschlechterung deutlich zu erwarten. Reporting Benchmarking ist für uns dann so der Abschlussbereich, weil auch das KHZG ist ja dahingehend ausgelegt, den Behandlungsprozess abzubilden, eine hohe Interoperabilität als Grundlage. Und auch das sehen wir als Philips aus diesem Bereich, jetzt akutmedizinischen Bereich, als absolut relevant an, weil ich möchte natürlich meine Medikation nur einmal erfassen, die für die Allgemeinstation zur Verfügung stellen. Wenn Daten dort generiert worden sind, auch schon bei Aufnahme eines Patienten mit zur Verfügung zu stellen, um weiter bearbeiten zu können.
Mein Vorredner hatte sich auf Transformation Services, klinische Services, dann nachher auch bezogen. Auch das ist ein Bestandteil, den wir betrachten. Ihre Frage war vorher auch, wie können Firmen dahingehend unterstützen? Auch wir sehen diesen Beratungsservice im Rahmen des KHCG nahezu als unabdingbar an, weil ich kann natürlich reingehen und ich mache mir ein Wünsch-dir-was-System oder ich schaue auf bestimmte Standardisierungen, um die Kriterien entsprechend abzubilden, mit der Möglichkeit, später meine Kann-Kriterien oder anderen Erwartungshaltungen zu integrieren, um einen Projektzeitraum auch entsprechend einhalten zu können. Wenn wir mal reinschauen, das grafische User Interface ist orientiert am klinischen Workflow. Integration von Leitlinien ist jederzeit durchführbar. Das wird immer in Abhängigkeit mit der Klinik danach gemacht. Grundleitlinien sind bei uns schon in der Grundkonfiguration mit drin. Deswegen liefern wir jetzt jedem Kunden auch eine Basiskonfiguration aus, um eine schnelle Umsetzung sicherzustellen. Die Anbindung Größe 900 medizintechnischer Geräte ist bei uns Bestandteil. Also ich kann meine Treiber einfach von der Webpage laden, kann sie dementsprechend bei mir installieren. Wir haben eine hohe Interoperabilität zu allen bestehenden KISS-Systemen mit Integration auf der Abrechnungsdaten, aber auch Interoperabilität, wenn ich jetzt auf den Fördertatbestand Medication gehe, mit einer Integration AMTS-System. Ein paar, da komme ich nachher noch kurz drauf zu sprechen, Anbindung von Sprachsoftware, das ist generell realisierbar. In welchem Maße das danach Sinn macht, ist etwas, was geklärt werden muss. Und die Applikation ist noch zusätzlich erweiterbar für teleintensivmedizinische Anbindung. Das Ganze ist Klasse 2a zertifiziert, sodass wir einen Rahmen vorgeben, wie kannst du mit dem System agieren, wie kannst du damit arbeiten, um trotzdem extrem hohe Freiheitsgrade zuzulassen. Im anästhesiologischen Bereich ist das User Interface ganz massiv an den Arbeitsablauf des Anästhesisten orientiert. Es gibt große Touchbuttons, mit denen er Makros hinterlegen kann, Fallvorlagen, in der jede Narkoseart abgebildet werden kann, sodass ich auch meine 5-Minuten-Narkose danach mit dokumentieren kann. Natürlich ist auch der gesamte anästhesiologische Ablauf mit integriert. Fängt natürlich an, Prämedikation, Prämedikationsambulanz, mobile Prämedikation mittels Tablet auf einer Allgemeinstation. Das Ganze ist touch-optimiert und orientiert von der Bedienung her. Auch dazu eine Basiskonfiguration für die schnelle Umsetzung. Und alle anderen Punkte, wie oben genannt, greifen entsprechend zusätzlich mit ein. Es ist eine Datenbank, nur unterschiedliche grafische User Interfaces. Das Ganze kann dann übergeleitet werden für eine teleintensivmedizinische Lösung. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arbeitsprozesse, was die Behandlungsqualität dann wieder betrifft. Also wir haben auch Kunden, die sich momentan mit unterhalten. Ich möchte alle Intensivmedizin, alle Intensivstationen, Intermediate Care-Bereiche auf einer Dashboard-Lösung dargestellt haben, um schnell zu sehen, wo habe ich die meisten Patienten, wo habe ich die meisten kritischen Patienten. Also auch da sind Scoring-Systeme entsprechend mit hinterlegt. Und wenn wir auf den Patientenpfad danach in dem Moment gehen, sehen Sie, dass wir uns sehr wohl auch Gedanken machen und daher auch Partner notwendig sind. Wie kann das KHZG in der Gesamtheit entsprechend mit abgebildet werden? Und welche Interaktionen sind zwischen den einzelnen Bereichen danach auch notwendig? Und da ist auch der Part, mit dem wir mit unseren Kunden, mit denen wir derzeit in Diskussion sind oder die auf uns zugehen, speziell für den Bereich Notfallmedizin, alles detailliert zu klären, welche Schnittstellen auf KISS-Seite sind notwendig, welche Interaktion bedarf es, um Daten in Portallösungen zum Beispiel mit zu übergeben, welche Informationen sind für ein Entlassmanagement, für Patienten, die in eine Beatmungs-WG zum Beispiel gehen, notwendig, dass die zusätzlich zur Verfügung stehen. Dass wir da die Gesamtheit dann nachher adressieren und nicht nur den Bereich der Akut- und Intensivmedizin, sondern auch den gesamten Datenprozess betrachten, um dort auch die Unterstützung der Kunden, den Kunden zu geben, die sich erweitert damit auseinandersetzen möchten. Die Voraussetzung, also wo haben wir einen vollständigen Erfüllungsgrad? Wir haben einen vollständigen Erfüllungsgrad für den Tatbestand 1 Notaufnahme, Tatbestand 4, 7, 9 und 10. Aber wir wissen sehr wohl, dass wir auch Partner benötigen, speziell für den Tatbestand 3, nämlich Spracheingabe. Spracheingabe ist kein Produkt, welches Philips derzeit zur Verfügung stellt, was wir auch nicht für einen dedizierten Bereich nur anbieten wollen, sondern wenn, dann als Generalunternehmer uns dann mit einem Partner bei einem Kunden reinbegeben,
der unter Umständen schon eine Spracheingabe teilweise bei sich integriert hat. Also da eher dann die Konzeption aufbauen, Bestehendes zu integrieren oder neue Komponenten als GU mit einzunehmen. Und Tatbestand 5 für das Medikationsbereich haben wir dedizierte Kooperationspartner, wie zum Beispiel Dosing oder ID Berlin, mit denen wir eine sehr tiefe Integration bereits realisiert haben, aber die auch wiederum Integrationen in bestehende Krankenhausinformationssysteme dann nachher durchführen können, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Medienbruch oder Informationsbruch dann nachher kommt, sondern ich wirklich einen klinischen Prozess, einen Behandlungspfad dann auch entsprechend in der Gesamtheit abbilden kann. Dann hatte ich, glaube ich, jetzt gerade die 10 Minuten so eingehalten, dass viel Zeit hoffentlich für Fragen entsteht. Ja, tatsächlich. Herr Ulmer, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt mit einem Punkt geendet, der passt hervorragend zu einer extrem guten Zuschauerfrage. Wie werden beispielsweise die Medikationsdaten aus dem PDMS in das KISS übertragen? Also die Frage selbst zeigt ja schon wunderbar, oder führt uns auch zurück zu dem Deep Dive, den wir vor 2 Wochen hatten. Da war nämlich Medikation eins unserer großen Themen. Mhm. Und Medikation setzt sich ja zusammen aus dem AMTS-Spezialsystem, wo Sie beispielsweise Ihre Medikationsdaten bekommen, aus dem KISS, wo bestimmte Schritte der Medikation getan werden, aber auch bei Ihnen speziell im PDMS. Und das Ganze gibt sozusagen dann den Strauß, den es zu orchestrieren gibt und auch die Frage, wer ist denn wann verantwortlich für dieses dann auch Medizinprodukt und mit welchen Risiken ist das behaftet und wie interagieren Sie mit dem PDMS jetzt ja in der Regel mit einem Fremd-KISS? Also zurück zur Frage, wie geht das? Der Punkt ist in der Regel, den wir als erstes mal bei dem Kunden klären, hast du in deinem KISS-System bereits Medikation mit integriert oder hast du es nicht mit integriert? Einige Anbieter haben das ja in dem Moment, die ein eigenes Verordnungsmodul zur Verfügung stellen. Dann sieht bei uns der Prozess in der Regel folgendermaßen aus. Als erstes mal klären mit dem KISS-Hersteller, wie kommunikationsfähig bist du? Was kannst du uns übergeben, was kannst du uns nicht übergeben, um sicherzustellen, dass die Medikationen fließen? Dann sind wir aber schon nicht mehr bei der Prozessunterstützung, weil wenn der Arzt dann nachher auf der Intensivstation Einzelmedikationen abarbeiten muss, dann ist das für den eher einen größeren Aufwand, als wenn er ein komplettes Therapieset dann nachher in dem Moment erstellt. Deswegen gehen wir dort meistens über Web-Technologien, sodass über einen Web-Container dann alles zur Verfügung gestellt wird. Wir lesen die Medikationen ein auf die Intensivstation und dort hat der Arzt dann eine Stapelverarbeitung als ein Orderset zur Verfügung, über das er es nachher abarbeitet. Und im Endeffekt erfolgt die Schnittstelle rückwärts genauso in dem Moment. Die Frage ist jetzt, wo erfolgt dann die weitere Therapieanordnung, vielmehr Umsetzen von Medikationen? Ist es schon der Intensivmediziner, der alles auf PAOS umsetzt? Oder verordnet er weiterhin seine IV-Medikationen? Und da kommt dann der Change-Management-Prozess in dem Moment mit zum Tragen, weil eine Medikationsschnittstelle macht nur Sinn, wenn sie wirklich in der Gesamtheit einmal durchdekliniert worden ist mit den Klinikern, aber auch mit den Systemfunktionalitäten. Und darauf basiert dann eine komplette Konzeption. Die kriegt jeder Kunde von uns dann nachher auch zur Verfügung. Und wenn ein Kunde das möchte, dann gehen wir auch in die Generalunternehmerschaft dahingehend, sodass der Verantwortungsbereich bei uns liegt. Super, vielen Dank. Wir genießen ja den Komfort, dass wir also mindestens mal 2 Personen hier auch dabei haben, die genau wissen, was es heißt, ein PDMS zu bedienen oder zu betreiben, nämlich wieder Peter Gocke und Katja Kümmel. Ich würde die beiden mal fragen, ob Sie Fragen an Herrn Ulmer haben auf Basis der Präsentation. Fragen gar nicht, aber mir ist wieder was aufgefallen. Ich glaube, Frau Kümmel ist gerade auch zusammengezuckt. Da steht immer Interoperabilität mit allen KISS-Systemen und den Medikationsworkflow, den Sie gerade gezeigt haben. Der spricht eigentlich nicht wirklich für Interoperabilität. Das spricht eher für so eine mehr oder weniger zusammengebaute Lösung, wo ich Daten exportieren kann, kann sie importieren, kann sie weiterverarbeiten, aber keine echte Interoperabilität. Das finden wir fast allen Folien, fast aller Hersteller. Ich bin froh von Sie persönlich jetzt. Aber interoperabel kann ich eigentlich nicht zu einem bestimmten KISS-System sein. Das müsste ich eigentlich zu einem Standard sein. Ich glaube, solange wir nicht da sind, leben wir immer noch mit diesen Lösungen, die natürlich eine Möglichkeit bieten, Daten auszutauschen, aber das ist weit entfernt von einer echten Interoperabilität. Das sind meistens gecustomized an bestimmte Umgebungen angepasste Schnittstellen, die bei jeder Änderung an den Systemen nachgezogen werden müssen. Und das macht IT auf Dauer zu teuer. Von daher wäre meine Hoffnung, wenn wir uns in 5 Jahren hier wieder treffen, dass wir dann solche Themen wie Medikation tatsächlich als Modul einmal haben müssen und das passt überall rein, weil ich glaube, anders werden wir von diesen Schnittstellen-Themen nicht wegkommen. Ja, stimmt das, Frau Kümmel? Bestätigen, würden wir auch gerne tun. Wir können direkt kommunizieren, aber dann muss es auch verarbeitet werden.
aber ich bin völlig bei Ihnen, ja. Ja. Frau Kümmel, die gleichen Hoffnungen wie Herr Gocke? Genau. Und das ist das eine ist, es macht IT sehr teuer, und das andere ist, es ist natürlich auch immer etwas schwierig für die Patientensicherheit. Jede Schnittstelle, die der Ton ist gerade ganz schlecht, Frau Kümmel, ist irgendwie. Ja, nicht schlecht. Ja, so ein bisschen verrauscht. Ich glaube, es ist besser geworden. Jetzt besser? Ich versuche es nochmal. Ist es jetzt besser? Nein. Nee, es muss. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nichts geändert. Vielleicht nochmal muten und unmuten? Klingt so ein bisschen, als würde der Mars Rover sich melden. Probieren Sie es noch einmal. Nee, das ist so mit der IT. Ja, genau. Das ist, und ich habe nichts angepackt. Ist es besser geworden? Nee, es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz schwer zu verstehen. Aber dann behalten Sie vielleicht die Frage nochmal bei, und ich gebe Ihnen auf jeden Fall zum Schluss jetzt nach Nuance nochmal die Gelegenheit. Also ich würde doch gerne nochmal drauf zurückkommen, das nochmal hinzubekommen. Genau, jetzt haben wir viel gesprochen, jetzt sprechen wir über Sprache. Genau, wir sind nämlich, wir haben nicht nur durch Herrn Ullmer eine gute Überleitung bekommen, sondern wir hatten auch in der vergangenen Woche haben wir die Digital Medicine Week gehabt. Da hatten wir ein sehr interessantes Start-up-Unternehmen Voice for Care. Die haben genau dieses Problem adressiert. Das sind Pflegeleiter, die eine sprachbasierte Dokumentation auf der Intensivstation und im OP implementieren möchten. Und das ist eine schöne Überleitung zu im Prinzip Maximilian Ertel und Dr. Andreas Kunze, die am Uniklinikum Würzburg nicht nur die Arbeit haben, sprachbasierte Dokumentation einzuführen, wie Herr Ertel, der Geschäftsführer des Digitalisierungszentrums für Präzisions- und Telemedizin, sondern auch ausbaden müssen, was sich einige Leute ausgedacht haben, wie Oberarzt Dr. Andreas Kunze in der Radiologie. Aber die kleine digitale Einführung, wie es zur sprachbasierten Dokumentation kommt, bekommen wir jetzt von Martin Eberhardt. Er ist der General Manager Healthcare Dach bei der Nuance GmbH. Martin, du hast das Wort. Ja, danke. Hallo von meiner Seite. Ja, wie schon gesagt, gemeinsam mit dem Uniklinikum Würzburg. Hört man mich? Ein bisschen lauter, wenn es geht, Herr Eberhardt. Ja. Da muss man natürlich sagen, da schlägt der Computer durch. Es ist nicht der User. Ist jetzt besser? Besser oder nicht besser? Eigentlich nicht. Wir lauschen einfach ganz. Ich probiere ein bisschen lauter zu sprechen. Genau. Vielleicht ist das besser. Ja, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Würzburg. Eigentlich möchte ich Ihnen eher einen Impuls geben. Wird keine Demo sein. Sie werden wenig zu unseren Produkten hören. Ich werde eher über den Tatbestand vorweg sprechen und danach, wie geht es einer Organisation, die am Weg ist? Da würde ich an Herrn Ertel und Herrn Dr. Kunz übergeben. Auf der Seite vom HEH findet sich zum übergeordneten Ziel des KZG, dass gerade die digitale Services und Lösungen gefördert werden sollen. Und das, um den intersektoralen Informationsaustausch zu fördern. Ich denke, immer diesem Austausch vorangestellt liegt die Informationserfassung. Und um die durchgehend zeitnah und vollständig zu machen, da passt für mich der Tatbestand der digitalen Dokumentation, wo die Vorredner schon ein bisschen was gesagt hatten dazu. Wichtig ist aber auch, eine hohe Nutzerakzeptanz zu haben. Und dort, denke ich, ist es dazu gekommen, die Fragen waren schon in der vorigen Arena, warum ist da sprachbasierte Dokumentation überhaupt drinnen? Es wird von jedem zweiten Krankenhaus in Deutschland zum Teil am Weg der Reise heute schon genutzt. Vielleicht ist das ein Grund, warum man gesagt hat, das sollte man nicht nur Ärzten vorbehalten, sondern man könnte es auch auf die Pflege ausdehnen. Das vorweggeschickt, wenn ich jetzt reinschaue in die Tatbestände selbst, möchte ich einerseits, welchen Charme hat die sprachbasierte Dokumentation, andererseits auch ein bisschen, auf was sollte man achten, unabhängig davon, welchen Anbieter sie auswählen. Auch hier vorweggeschickt, Krankenhäuser machen tagtäglich Digitalisierungsprojekte. Bei Projekten, wo wir angesprochen werden oder Partner von uns, egal ob das jetzt eine CGM, eine Dedalus, eine Cerner, also die größeren KISS-Anbieter sind, zum Beispiel, hört man sehr oft, wir warten jetzt mit dem Projekt, bis die Fördermittel da sind. Also hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, wenn Sie sowieso das Projekt geplant haben, dann sollte man vielleicht nicht nur warten, bis die Fördermittel da sind, weil sonst gibt es einen Stau, der nicht nur ein Problem für Anbieterseite werden kann, sondern etwa auch für die einzelnen Krankenhäuser, die den straffen vorgegebenen Zeitrahmen
im Rahmen dessen dann auch abzuarbeiten. Und auch wenn man kein KZG-Fördermittelprojekt macht oder andere Schwerpunkte setzt, denke ich, wird digitale Dokumentation unumgänglich sein. Der Gocke hat das davor angesprochen, Interoperabilität. Interoperabilität beginnt bei mir immer mit den Daten. Und die Daten möglichst einfach zu erfassen, unterstützt, dass man sie auch vollständig danach zur Verfügung hat. In der Umsetzung, auch wenn der Gesamtprozess vielleicht ähnlich ist, in der Umsetzung sind die KZG-Projekte wahrscheinlich nicht anders als wie ein Regelprojekt, was Sie heute realisieren. Mit dem einzigen Punkt, beim KZG ist es wichtig, diesen Krankenhaus-Digital-Gesamtstrategie-Ansatz nicht zu vernachlässigen, weil für unseren Unterteil-Tatbestand oder Förderbestand, wir sind Teil von Gesamtprojekten, Teil der digitalen Dokumentation, Teil des gesamten Digitalisierungsprojektes, was heißt, um Förderung, Rückforderungen zu vermeiden, sollte man hier das auch beim Antrag schon entsprechend mit reinnehmen. Auch hier gilt dann, bei der Umsetzung mitzudenken, wie kann sprachbasierte Dokumentation, die unterschiedlichen Inseln, die Sie haben, sei es jetzt ein PDMS, also wenn ich intensiv bin, oder auf stationsführenden Bereich, wie kann ich hier möglichst mit einem System arbeiten, wie kann ich Medienbrüche verringern. Auch da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man nehmen kann, wenn es ums Thema sprachbasierte Dokumentation geht. Wenn Sie einen Anbieter haben, welcher die Muss-Kriterien zur sprachbasierten Dokumentation erfüllt, und ich denke, die meisten Anbieter, nicht nur Nuance, sondern auch andere Anbieter am Markt haben auf ihren Webseiten mittlerweile sehr gut nachgearbeitet und haben dort, wie sie die Muss-Kriterien erfüllen, die man für Anträge braucht. Den Punkt, den ich hier gern mitgeben würde, ist, wenn der Anbieter Muss-Kriterien erfüllt, er einen Innovationspfad hat, der sie auch in Zukunft unterstützt, dann sollte das für sie der erste Ansprechpartner bleiben. Also auch hier ist etwas, was oft auf uns zugetragen wird. Berater sind wichtig zu unterstützen, aber ist es der geeignete Zeitpunkt, immer ihre Anbieterlandschaft heute zu hinterfragen oder zu sagen, ja, passt, Haken dran gemacht und zu sagen, wie kann ich ins Tun hineinkommen? Beim Tun hineinkommen ist das, was wahrscheinlich bei der Umsetzung essentiell ist, nehmen Sie den Anbieter mit in die Pflicht. Das ist etwas, das könnte zum Beispiel bei uns wären das Customer Success Service, um mitzuwirken, dass die Fördermaßnahme auch tatsächlich in unserem Bereich heißt es zu einer hohen Nutzung führt. Eine Lizenz, die gekauft ist oder als Subscription aus der Cloud genutzt wird, ist nur dann sinnvoll, wenn sie auch wirklich durchgenutzt wird. Ein Punkt bei der Verfügbarkeit ist noch für mich, wie komme ich zu den Auswahlkriterien, vielleicht auch das. Es gibt Muss-Kriterien, die sind vorgegeben, aber auch wenn ein Anbieter die Muss-Kriterien erfüllt, dann ist es bei der Spracherkennung oder bei der sprachbasierten Dokumentation essentiell, dass die auf Anhieb gut funktioniert. Die Ärzte und ich denke auch Pflegende haben eine sehr geringe Toleranz, wenn hier große Anlernzeiten sind. Das wäre auch von der IT, vom Training wahrscheinlich schwieriger umsetzbar. Der nächste Punkt ist, ist es etwas, was wirklich mit dem Krankenhausinformationssystem nicht nur integriert funktioniert, sondern auch über die Prozesse hinweg funktioniert, dass ich eine Oberfläche habe, die den Arzt, eine Ärztin, ein Pflegende quer durch das Krankenhaus begleitet, sodass er ein Systemumfeld hat, was leicht zu lernen ist und nicht, wenn er ein Konsilarzt ist, auf einer anderen Station ist, dann auf einmal ein System hat, mit dem er sich neu einlernen muss, beziehungsweise die Schulung schon länger her ist, weil dort nicht so oft ist. Der Punkt, der vor zwei Wochen war Cloud. Auch hier, wenn es um Skalierbarkeit geht, ich weiß, das ist ein heißes Thema, aber das KZG prinzipiell wird die Möglichkeit eröffnen, wenn ich Wartungsintensität und Skalierbarkeit möglichst einfach haben möchte, auch auf Cloud-basierte Angebote zurückgreifen. Auch hier gibt es Anbieter im Markt, die schon Lösungen dazu anbieten. Ja, ich schaue noch einen Punkt, wollte ich noch mit reinnehmen, bevor ich rübergebe nach Würzburg. Das ist der Punkt, egal ob Sie sich auf den Weg begeben haben, weil das ist eine Frage, die glaube ich, bei der letzten KZG-Arena von einem Teilnehmer gestellt wurde aus dem Publikum, egal ob Sie am Weg sind oder ob Sie noch gar nichts haben im Unterbereich der sprachbasierten Dokumentation, als Teil vom Gesamtprojekt, was umgesetzt wird, beides ist förderfähig. Also ist egal, wo Sie sind. Wenn Sie schon etwas ausgerollt haben, ist es förderfähig. Wenn Sie dort einen Schritt weitergehen, unterm Strich ist das, auf was es ankommt, dass Sie ein zeitgemäßes digitale Arbeitswerkzeuge zur Verfügung stellen, die unterstützen die Prozesse
in der digitalen Reife zu heben. Wenn das erfüllt ist, macht es keinen Unterschied, ob die Ärzte, wenn ich jetzt auf einen der Fragenden von Charité zum Beispiel schaue, die schon sehr einiges an Spracherkennung haben zum Beispiel, aber Stand heute wahrscheinlich über die Pflege nachdenken würden. Das ist genauso förderfähig, als wenn jemand, der sagt, ich beginne bei null bei der Reise. Und auch hier ist es ein Zusammenspiel, wo sowohl der Anbieter der Spracherkennung, in dem Fall zum Beispiel Nuance, wie auch der KISS-Anbieter und andere Anbieter zusammenarbeiten werden müssen, damit am Ende des Tages sie ihre Digitalisierungsstrategie etwas leichter erreichen. Wie der Weg aussieht, würde ich jetzt in dem Fall rübergehen, Herr Ertl, an Sie, wenn ich darf, genau. Meinen Bildschirm quasi umteilen und danach, ja, gespannt zuhören. Ja, hallo zusammen. Wir schauen mal, ob wir zu hören sind draußen an den Geräten. Sehr gut, Herr Kuhn. Wir können Sie gut hören. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ich bin Maximilian Ertl, ich bin Informatiker am Uniklinikum in Würzburg. Wir beschäftigen uns mit einem Projekt, bei dem ich versuche, Ihnen jetzt auch ein paar Folien zu zeigen. Ist das denn zu sehen? Leider nein, wir sehen gerade nur schwarz, wahrscheinlich den falschen Bildschirm, vermute ich. Schade, ich habe nur einen Bildschirm und steht da, es wäre freigegeben. Ist traurig, so, probieren wir es einfach nochmal. Neue Freigabe, vielleicht Anwendungsfenster. Gesamter Bildschirm ist doch besser. Ach, man muss den markieren, richtig. So, teilen. Und da haben wir es, Dankeschön. Ist besser, okay, ja. Vielen Dank für die Einführung. Wir sind am Servicezentrum Medizininformatik, die Informatikabteilung der Universitätsklinik, haben ein landesgefördertes Projekt, das Digitalisierungszentrum, in dem wir seit 3 Jahren versuchen, auf dem, was wir hier eben bereits in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, innovative Lösungen den Ärzten zu bieten, um den Arbeitsalltag zu bewältigen. Dazu gehört erstmal eine IT-Strategie, die schon immer auf Integration fußt. Das bedeutet, wir sind ISH-Med-Haus und versuchen möglichst alle Daten darüber zu integrieren und dann auf einem jetzt selbst entwickelten, aber das könnte auch jemand anders machen, Interface dem Arzt mobil zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, wir haben jedem Arzt ein Endgerät mobiles zur Verfügung gestellt, in dem Fall ein iPhone, das wir im Mobile Device Management führen können, dass wir zentral verwalten können und darauf eben den klinischen Arbeitsplatz aus ISH-Med mobil anzeigen können. Und in dem haben wir dann eine Spracherkennung für die Anordnung von radiologischen Leistungen, sagen wir mal, experimentell eingeführt. Und wie das genau funktioniert, das erklärt uns jetzt Dr. Kunz. Ja, herzlichen Dank, Andreas Kunz. Ich arbeite als Oberarzt in der Radiologie hier am Universitätsklinikum Würzburg. Wir nutzen seit ungefähr 4 Jahren die Nuance-Spracherkennung für das Erstellen von radiologischen Befundberichten im Alltag. Das nutzen wir quasi bei allen Befunden, die wir erstellen, mit Ausnahme strukturierter Befundberichte. Das ist allerdings aktuell noch die Minderheit. Das heißt, aus unserem Alltag ist die Spracherkennung überhaupt nicht mehr wegzudenken. Im Rahmen des Digitalisierungsprojekts, das Herr Ertl gerade angesprochen hat, haben wir auch begonnen, radiologische Untersuchungsaufträge über die iPhones diktieren lassen zu können. Hierzu wird über eine spezifische Software der Patient aufgerufen und der behandelnde Arzt kann auch wieder mittels Nuance-Spracherkennung seinen Untersuchungswunsch diktieren, das ist hier rechts zu sehen, beispielhaft, und versendet dann diesen schriftlichen Untersuchungsauftrag direkt an die Radiologie, ohne weiteres Telefonat oder sonstige Interaktion. Entsprechend geschultes Fachpersonal nutzt diesen Diktattext und überführt die Textbestandteile in den konventionellen Untersuchungsauftrag im KISS. Wir arbeiten aktuell auch daran, dass dieser Prozessschritt perspektivisch KI-basiert unterstützt wird im Sinne eines vorausgefüllten klinischen Untersuchungsauftrags basierend auf dem mittels Spracherkennung verfassten Diktat. Das ist allerdings noch nicht implementiert und wie gesagt ein Forschungsprojekt.
Im Alltag ist relativ klar, was das Ergebnis ist. Sowohl die Spracherkennung bei der Erstellung von Befundberichten als auch bei der Leistungsanforderung bedeutet für uns eine erhebliche Zeitersparnis. Der schriftliche Befund ist natürlich sofort fertig und sichtbar für den Kliniker. Er läuft nicht mehr über irgendein Schreibbüro und muss danach noch gegengelesen werden. Im Ergebnis haben wir mehr Zeit für die Patienten beziehungsweise mehr Zeit, um uns weiteren Befunden zu widmen. Und letzten Endes haben wir messbar ein besseres Behandlungsergebnis beziehungsweise tatsächlich auch beschleunigte Prozesse im Alltag. Vielen Dank. Das war knackig und dafür und gleichzeitig eindrucksvoll, und dafür sind wir auch sehr dankbar, weil wir ein bisschen in Zeitnot geraten. Vielen Dank dafür. Aber dennoch auch eine Frage. Spracherkennung kommt historisch sozusagen aus der Radiologie oder ist dort als erstes ausgerollt worden. Wenn Sie über Spracherkennung sprechen, ist auch oft das Wort Ärztin und Arzt gefallen. Ich hätte gern mal Ihre Einschätzung aus dem Klinikum, ob das KHZG oder der Prozess an sich auch dazu angetan ist, Sprache für die größte Berufsgruppe im Krankenhaus, also in Pflege und Therapie, auch Einzug halten zu lassen, oder ob das gegebenenfalls gar nicht passt. Ich denke persönlich, dass Spracherkennung in jedem Bereich, der schriftliche Dokumentation erfordert, das Leben erleichtern kann. Nicht jeder kann mit 10 Fingern tippen. In jedem Fall ist die Spracherkennung schneller. Das ist ein sicheres Verfahren, mit dem man sofort das Textergebnis sieht. Also in jedem Bereich, in dem schriftliche Dokumentation notwendig ist, ist die Spracherkennung eine Hilfe. Aber Sie haben es am Uniklinikum Würzburg auch zuerst für die medizinischen Professionen eingerichtet, oder? Wie sieht der Rollout-Plan aus jetzt in den kommenden Monaten? Genau, also wir sind noch lange nicht da angelangt, die Pflege zu unterstützen. Das liegt aber vielmehr daran, dass wir bei den Pflegekräften in der Digitalisierung allgemein noch nicht so weit sind. Also wir haben einen sehr hohen Dokumentationsaufwand bei der Pflege. Das muss auch stark strukturiert passieren, natürlich immer durch die gesetzlichen Vorgaben getrieben und kostet die Pflegekräfte relativ viel Zeit. Aber die Stelle, an der die Pflege dokumentiert, das ist zum großen Teil zum Beispiel die elektronische Fieberkurve, die ist in der Breite eben noch nicht verfügbar. Und deswegen sind noch einige Schritte, glaube ich, vorher zu tun, bevor man die Spracherkennung dann in der Breite einsetzen kann. Also im Speziellen kann jede Pflegekraft eigentlich an einem Computer vermutlich auch wenn es ein fester PC ist, eine Spracherkennung nutzen, um ein Textfeld auszufüllen und rein zu diktieren. Aber das wird natürlich nicht genutzt, weil dieser Schulungsaufwand da ist und weil eben der Rollout in der Breite noch gar nicht so weit ist mit der elektronischen Kurve, würde ich jetzt mal so ein. Damit aber auch ein schönes Beispiel dafür, wie dann wieder, ich sag mal, KISS-Funktionalität und der Rollout von pflegerischer Dokumentation zum Beispiel mit Sprache zusammenhängt. Also, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich langsam zum Ende kommen, weil wir ein bisschen überziehen. Letzte Frage geht nach Münster, ob die Technik wieder steht. Frau Kümmel noch eine Frage hat ans Forum oder nicht, was auch okay wäre, aber ich möchte gern fragen. Also, ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört wieder. Es bleibt dabei, Frau Kümmel. Ich hoffe, wir sprechen uns demnächst wieder. Das kriegen wir jetzt leider nicht mehr aufgelöst. Ich bin sehr, sehr dankbar bei den, ich glaube, 16 Referentinnen und Referenten, die wir hatten, bei den Herstellern, aber insbesondere auch bei den Menschen aus den Krankenhäusern. Ich glaube, wir haben bei den beiden Fördertatbeständen von heute sehr gut zeigen können, wo der Gewinn ist für Patientinnen und Patienten und auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus. Wir schauen mal, was wir in der übernächsten Woche vorhaben. Da wird es dann wieder ein bisschen technischer und patientenferner nahezu. Da gehen wir auf die Fördertatbestände IT-Security und nochmal einen weiter. Und die CDS, die Clinical Decision Support Systeme ein. Okay, wir haben ein geteiltes Programm, einmal IT-Security, was ein bisschen ferner ist, und dann aber direkt mit der Entscheidungsunterstützung ein
eine konkrete Beihilfe zur Patientenbehandlung. Ja, und die Seite, die darunter liegt, also die Webseite, die wir eingerichtet haben fürs KZG, möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen. Da finden Sie quasi alles an Grundlagen und an Formularen und an Verweisen, was es braucht. Dort finden Sie die Firmen, die hier präsentiert haben, aber auch viele, viele andere, wenn Sie als Kunde, als Krankenhaus sich nochmal schlau machen wollen, wie denn die Funktion in der Breite von Herstellern dargestellt wird, kann man sich da, glaube ich, gut orientieren. Ich danke Natalia in der Technik, ich danke insbesondere Claudia. Vielen Dank, das kam noch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, denn das KZG wird uns alle noch weiter beschäftigen. Haben Sie einen guten Tag. Tschüss. Tschüss.